Was für ein Clickbait-Titel. Ist Michael Friedrich Vogt ein Klon? Ja, der Sache wollen wir heute auf den Grund gehen. Ja, ich habe dieses Video erst heute gesehen, was er gestern rausgebracht hat. Irgendwie, dass er auf die Vorwürfe eingeht oder auf seine, auf die Unterstellungen oder was, was jetzt mit ihm los wäre. Und ja, das ist ja so in Truther-Kreisen. Man leidet ja da öfter mal an übertriebener Mustererkennung, ja. Und so auch ich vielleicht jetzt auch. Ich hatte irgendwie den Eindruck, wo ich das gesehen habe. Ich will jetzt hier nichts Falsches verbreiten. Der ist jetzt natürlich nicht wirklich ein Klon wahrscheinlich, aber wo ich das gesehen habe, da dachte ich irgendwie, der ist ein Klon. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das nicht der Michael Friedrich Vogt ist, den wir kannten, sondern ein anderer. Und aus dieser Erklärung, die er da geliefert hat, kann schon irgendwie stimmen, ja. Hat er erzählt, das wäre irgendwie Resultat von seinem, was hat er gesagt, Stammhirninsult oder was? Wir wissen natürlich nicht, was da sonst noch alles betroffen war. Ne? Also deswegen will ich ihn darauf jetzt nicht festnageln, aber es hat alles so, keine Ahnung. Also das war so meine erste Eingebung, die ich hatte. Und was natürlich wahrscheinlich nicht stimmt, ja, aber ich hätte mal gerne ein paar Leute hier drin, die das auch vielleicht gesehen haben, die sich auch Gedanken drüber gemacht haben. Da kommen nachher noch ein paar illustre Gäste wahrscheinlich, aber kann noch ein bisschen dauern. Ja, also ich weiß nicht. Ich habe da einfach ein komisches Gefühl, als ich das da gesehen hatte. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, nein, es ist jetzt nicht nur wegen diesem Schlaganfall oder was, sondern ja, ich hatte irgendwie der Gedanke, den ich hatte vorhin, der war, Michael Friedrich Vogt ist in diesem Krankenhaus gestorben. Und das ist ein neuer Michael Friedrich Vogt. Wie gesagt, ein Klon oder so. Also das kam mir irgendwie in dem Moment so vor. Wie mit Hillary Clinton, ja, wo die dann immer so übelst so Faxen gemacht hat, so als hätte sie einen Jackson-Anfall oder sowas, ja. Und ja, wo dann auch plötzlich da gestürzt ist irgendwann und da haben sie es ins Auto reingeschafft und dann war sie ja weg. Dann war sie wieder da und dann war sie auch wieder normal und hat auch nicht mehr gehustet und alles und tralala. Ne? Da habe ich auch gedacht, ist das ein Klon oder was? Michael Vogt hat ja auch gesagt jetzt hier, ne? Ja, das Asthma ist jetzt auch weg, zusätzlich noch und so. Und ich find das irgendwie komisch. Also ich will jetzt hier nicht Sachen in die Welt setzen oder sowas. Ja, es ist halt primär als Clickbait-Titel eigentlich hier konzipiert. Aber mich interessiert das einfach. Und wenn ihr euch auch damit befasst habt, dann meldet euch bitte. Und ich habe sie auch hier reingesetzt im Chat. Discord-Link und alles. Dann schreibt es bitte an auf Discord. Kommt in die Sendung rein. Ich bin jetzt wirklich mal echt interessiert, was ihr dazu sagt. Auch wenn ihr sagt, das ist absoluter Humbug und sowas. Aber ich habe so viele Sachen erlebt. Auch mit dieser Transgender-Agenda und der ganze Scheiß da, ja. Also mich wundert da inzwischen echt nichts mehr, ja. Und was? Der Michael sagt, das machst du aber gerade. Ja, ich mach's gerade, ja. Ja, das ist immer ein doofer Spruch. Ich will ja nichts machen, aber mach's gerade. Ja. Sagen wir es mal so, ich will es nicht machen, aber mach's trotzdem und nutze es, um Aufmerksamkeit zu generieren. Außerdem scheint es ja da vorher schon einen Haufen Gerüchte gegeben zu haben. Habt ihr das mitbekommen? Was gab es denn da vorher für Gerüchte? Und ich hatte die nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich habe die nicht mehr so konsumiert, weil ich einfach nicht mehr so die Zielgruppe war. Ne? Das Letzte, was ich, glaube ich, mitbekommen habe, ist, wo er bei den Russen war, bei diesem Wladimir Schirinowski oder wie auch immer der heißt, und da auch schon mal angefragt hat, wie das wäre, wenn das deutsche Volk die Russen um Unterstützung bittet. Und da hat er gesagt, ja, jederzeit, bla bla bla. Und ihr kriegt sogar noch die Ostgebiete zurück. Ein Traum. Ne? Ja, Sim Jones, hast du auch das Video gesehen und was ist dir persönlich aufgefallen? Ja, ich habe das Video auch schon gestern gesehen. Mir ist sein Gesicht aufgefallen, das wirkt anders. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Klon ist, aber mir kam es schon irgendwie komisch vor. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wenn jemand weiß, wie lange er sich nicht mehr gemeldet hat, könnt ihr das bitte im Chat schreiben oder in die Sendung reinkommen, weil ich weiß, mein Opa, der hatte auch einen Hirnschlag und bei dem hat das ziemlich lange gedauert, bis der wieder
gehen konnte, sprechen konnte und so weiter. Das würde mich mal interessieren. Aber er hat schon anders gewirkt. Er hat auch irgendwie anders gesprochen, fand ich. So, Na gut, das können irgendwie. ja tatsächlich dann Auswirkungen sein, halt eher mehr davon. Aber ich hatte das Gefühl, dass da einfach mehr dahinter steckt, ne? Es war nur so eine Eingebung irgendwie. Vielleicht ist ja auch irgendwas anderes da passiert, ja? Vielleicht sind wir auch auf der völlig falschen Fährte. Oder es ist einfach gar nichts passiert, ja? Das wäre ja am wahrscheinlichsten. Oder einfach das, was er da gesagt hat. Aber was waren denn noch so Dinger, was dir vielleicht aufgefallen ist, was nicht unbedingt im Zusammenhang stehen muss mit seinem Schlaganfall da? Also was kam denn sonst irgendwas komisch vor? Oder hattest du irgendwie eine komische Intuition oder irgendwas? Ja, ich hatte schon irgendwie ein komisches Gefühl. Kann auch Irrtum sein oder Paranoia, wer weiß. Aber ich hatte schon irgendwie ein anderes Gefühl, als ich ihn gesehen habe diesmal. Er hat auch seine Frau ziemlich viel eher sagen lassen, als er selbst geredet hat, fand ich. Er hat ja auch gesagt, ich spreche mal für uns beide. Ich glaube, du meinst ein anderes Video als das, was ich meine. Ich meine nämlich das, wo sie draußen im Grünen stehen. Ja, das meine ich auch. Aber da hat er doch ziemlich viel geredet. Da hat doch seine Frau nur am Schluss was gesagt. Ja, die hat eher am Ende geredet, Ja. aber die hat ja öfter gesagt, ich spreche für uns beide. Und die hat auch gesagt, er hat sich auch nicht verabschiedet. Die hat sich ja für ihn mit verabschiedet. Wie lange ist denn der überhaupt schon zusammen mit der? Hat der nicht für einen anderen? Hat der nicht diese Schwarzhaarige immer die ganze Zeit? Wie hießen die noch? Zählt nicht mehr ein. Oder war das gar nicht seine Frau? Ach, egal. Ja. Olivia, hast du das auch gesehen? Sag du mal was dazu. Bist du schon völlig anderer Meinung, oder? Ja, ich habe es auch gesehen und ich bin anderer Meinung. Also, moin erstmal. Also, du nennst das immer übertriebene Mustererkennung und so, ne? Aber man kann es auch übertreiben. Ich meine, ich weiß, es ist ein reißerischer Titel, ja. Ich weiß, das ist so typisch deine Titelwahl. Aber ich habe mir das Video auch angeguckt. Ich habe es gestern schon gesehen oder heute Morgen, ist schon länger her. Ich finde, man sieht ihm an, dass es ihm nicht gut geht. Und das Einzige, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, war der Satz, ich fühle mich körperlich, geistig und seelisch neu geboren. Und ich beschäftige mich ja mit solchen Themen, dass sowas theoretisch gibt, als das nennt sich Walk-in. Das hieße dann aber, dass der Körper gleich ist und nur die Seele quasi ausgetauscht wurde. Möglich ist alles. Ich Ich meine, muss von mal mir kurz, aus ist. Livia, ich muss mal kurz einen Kommentar eingehen von Bismarck und Tirpitz. Du kannst gleich weitermachen. Mag dir mal, was du sagen wolltest. Es ist echt armselig, erbärmlich, sich an einem kranken, gebrechlichen Mann so hochzuziehen, ohne die Ursachen und die Hintergründe zu kennen, so wie ihr euch sicherlich an der Antiel-Sophia vergehen würdet. Aha. Ja, und ich muss dazu noch was sagen. Ne? Es ist wirklich armselig und erbärmlich, den 11. September in Frage zu stellen. Es ist eine absolute Verhöhnung für die Opfer. Ja, und am besten sollte man einfach die Schnauze halten. Das ist nämlich so eine Argumentation für mich. Ja, was ist denn, wenn der wirklich ausgetauscht wurde, der Michael Vogt? Was ist denn dann? Ich sage ja nicht, dass es so ist. Ich finde es nur irgendwie komisch. Ja, und das Gefühl habe ich eigentlich nicht oft. Aber bei dem hatte ich das irgendwie, dass irgendwas merkwürdig ist. Vielleicht irgendein Mindfuck oder was auch immer. Ja. Und ja, mein Gott. Und ich sehe das wirklich als mein gutes Recht an, auch eine Sendung darüber zu machen. Ja? Hier wird doch niemand verleumdet oder sowas. Wir stellen einfach Fragen. Und das wird dir wohl erlaubt sein. Und wenn es dir nicht passt, verpiss dich. Ja? Mit deinem Schuldkult. Ja? So ist das ganz einfach. Fertig. Ja? Es geht hier nicht, was schreibt ihr hier Beweise? Leute, wenn ich Beweise hätte, dann würde ich sagen, Michael Friedrich Vogt ist ein Klon. Aber ich stelle ja nur eine Frage, weil ich natürlich keine Beweise habe. Ich sage ja nicht, dass er ein Klon ist. Das ist ja einfach nur mal ein reißerischer Titel. Aber wir wollen halt einfach mal uns ein bisschen drüber unterhalten. Ja? Vielleicht ist euch ja auch etwas aufgefallen. Und ihr könnt ja gerne in die Sendung reinkommen und auch mal sagen hier, nö, das ist nicht so aus dem und dem Grund. Ja? Warum nicht? Mach doch mal. Mach ruhig weiter, Livia, wo du gerade aufgehört hast. Okay. jedenfalls, es mag alles sein. Mittlerweile, je mehr man sich beschäftigt, desto mehr
hält man, glaube ich, alles für möglich. Ich halte mittlerweile alles für möglich. Aus meiner Sicht sieht er angeschlagen aus und ich kann auch verstehen, dass er vorgelesen hat. Und gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange, ob man sowas sonst überhaupt überlebt und wie lange so eine Heilung sonst so dauert, das weiß ich nicht. Ich weiß aber auf der anderen Seite auch, also wie gesagt, genau da war ich stehen geblieben, dass es ja sogenannte Walk-ins gibt, das heißt Seelenaustausch. Es ist jetzt ein bisschen energetischer, aber das ist für gewöhnlich aber im Einverständnis der Seelen, dass die eine Seele sagt, okay, ich beende die Inkarnation und die andere Seele sagt, okay, dann nehme ich den Körper, weil der ist noch gut. Also jetzt ganz simpel gesagt. Das geht theoretisch schon. Also ich fand den Satz sehr spannend, dass er gesagt hat, er fühlt sich körperlich, seelisch und geistig neu geboren. Das habe ich ohne das, weiß ich auch nicht, ohne dass mich da jemand darauf angesprochen hat, habe ich auch gedacht, spannende Aussage. Aber ansonsten würde ich es jetzt nicht übertreiben mit irgendwelchen Paranoia, dass der geklont ist oder sonst wie. Ich weiß auch, dass man energetisch viel machen kann. Ich halte energetisch extrem viel für möglich, eigentlich alles, weil erst kommt die Energie, dann kommt die Materie. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, was man energetisch mit dem Körper machen kann. Also meine Wirbelsäule war komplett schief, verkeilt, der Atlas war schief und alles Mögliche. Und ich bin 30 Jahre lang, die Ärzte konnten mir da nicht helfen, nur mit irgendwelchen Einlagen und so. Und meine Heilpraktikerin hat da quasi nur energetisch dran gearbeitet und jetzt stehe ich wieder gerade. So. Das heißt, ich habe persönliche Erfahrung natürlich sowieso mit allem, was ich ja bisher gemacht habe, was man alles mit Energie machen kann. Ich halte mit Kompetenz, also wenn es wirklich jemand kann, wenn wirklich jemand mit Energien umzugehen weiß, halte ich energetisch alles für möglich. Deswegen kann es sein, was er da erzählt hat, dass das so ist. Ja, vorhin hat jemand im Chat geschrieben, schaut euch mal das Logo von dem Geistheiler an. Ich kenne mich nicht ganz so mit Symbolik aus. Ist ein spannendes Logo, ja, okay. Aber jetzt hier in Paranoia zu verfallen, ja, weiß ich auch nicht. Das weiß ich nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der geklont wurde, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, er hat einfach einen Schlaganfall gehabt und hat Hilfe bekommen. Aber gut, das ist nur meine Sicht. So. Äh, Es muss was ja ja auch nicht eigentlich am gerade wahrscheinlichsten klonen wäre, sein. was? Es muss ja nicht gerade klonen sein. Es kann ja auch MK Ultra sein oder so. Aber das heißt jetzt nicht, dass es so ist. Das möchte ich nochmal sagen. Ich hatte schon ein, als ich das Video gesehen habe. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass es nur Paranoia ist oder ja, halt zu viel Paranoia. Aber ehrlich gesagt, schon ein merkwürdiges Gefühl, als ich dieses Video gesehen habe. Ja, ich bin halt so jemand, ich verlasse mich mittlerweile wirklich immer mehr auf mein Bauchgefühl und auf meinen Instinkt einfach, weil ich total oft sehe, dass ich da richtig liege. Und ich zweifle dann oft immer an meiner Wahrnehmung, wenn alle Leute was anderes behaupten. Aber, also sagen wir es mal so, dass der jetzt da wirklich ein Klon sein soll. Also das ist wirklich jetzt hier natürlich an Hanna beigezogen. Aber irgendwas ist da strange und hat uns nicht alles erzählt. Irgendwas fehlt da. Ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Vielleicht sogar der zentrale. Da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwas ist da los. Ja? Jesus lebt, schreibt die ganze Zeit. Guck mal meine Videos an. Du hast ja vorhin geschrieben, Jesus lebt. Es wäre ein Dämon drin und nur die Hülle wäre neu. Du komm in die Sendung rein, bitte. Und Ja, schreib uns auf Discord an. scheint sich mit Shapeshifting Entschuldigung, auseinanderzusetzen, der Kanal. Ja, also mach doch mal. Wir kommen rein. Also Jesus lebt, im Ernst. Ja. Ja, also ihr könnt ruhig mal reichen. Wir wollen ja mal andere Leute hier drin haben, ja. Ich weiß nicht, ob Toni vielleicht nachher noch kommt oder so, aber ich will ja mal wirklich die Leute, die das Video vielleicht ein, zwei Mal gesehen haben und sich mehr damit befasst haben, auch mit diesen Theorien, wo da wohl verbreitet wurden. Ich habe das alles nicht mitbekommen. Leider sind bei Antisophia, wer ist denn überhaupt Antisophia? Es Ist ist das eine? eine, die macht spirituelle Vorhersagen, glaube ich. Also ich kenne ein paar Videos von ihr. Ja, die hat auch so ein bisschen Verfolgung und Vorhersagen, was in Deutschland passiert. Und sie ist krank und wird da verfolgt. Oder keine Ahnung, mehr weiß ich auch nicht. Die hat irgend so einen Spirit-Kanal, glaube ich.
Was hatte denn Naja, dann überhaupt ist dieser das aber Wunder? schon Ja. Satanismus in meinen Augen. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ja. Was hat eigentlich dieser Wunderheiler da für ein Symbol oder was? Was habt ihr da vorhin besprochen? Ich kenne das nicht. Ich Ich kann kenne dir den das auch nicht. mal, ich kann dir das mal schicken, das Symbol. Ich schicke Kannst dir auch das gerne mal eine mal. Bildschirmfreige machen oder so, ne, wenn du willst. Ich bin am Handy, ich habe keine Also, Ahnung, wie das okay. funktioniert. Ich schick's dir mal. Ja, also wir wollen euch drin haben, ja. Ich merke, es interessiert euch, ja. Und jetzt ist mal die Gelegenheit, zu Wort zu kommen, aber bitte nicht so rumschwurbeln wie dieser Typ von der Nichtpartei, ja. Weil die Leute wirklich jetzt, glaube ich, nach 5 Minuten habe, ich habe da keine Lust mehr drauf, ne. Aber wenn ihr wirklich was mitzuteilen habt, ne, und ein paar abstruse Theorien hier an den Mann bringen wollt, dann seid ihr heute genau richtig. Der Rainer Mettwald hat auch eine gute Theorie, dass das eine Promo für diesen Typen sein soll. Ich glaube wirklich, dass irgendwas mit ihm nicht stimmte. Also ich, ja, man weiß es nicht. Ne? Jemand hat sich auch geäußert, dass das vielleicht das nur Ablenkung wäre von anderen Sachen. Okay. Aber das ist alles, das weiß man nicht. Ich habe mal dem Crowdkeeper jetzt eine Erinnerung geschickt. Der ist beim Johannes auf dem Discord-Server. Ist der auch Mod, ich weiß nicht genau, wer das ist. Ich kenne den bestimmt, aber unter einem anderen Namen. Hab dem auch jetzt, wie gesagt, geschickt. Der kann gerne mal reinkommen. Ja. Ja, wie gesagt, Leute, hier. Könntet ihr jetzt mal schön reinkommen? Ihr könnt euch Man of Discord, das macht ihr aber leider nicht, wie ich gerade hier sehe. Wo kann ich denn zuhören? Schreibt er. Moment mal. Mal geschrieben. So. Jetzt geht uns hier gleich der Stoff aus. Deswegen müssten wir jetzt dringend hier jemanden haben, der nachlegt, weil ich kann nichts viel dazu sagen. Das war nur so ein komisches Gefühl, was ich hatte. Wie gesagt, Jesus lebt. Du wärst doch der Mann eigentlich dafür, ne? Ich halte daher alles für absolut plausibel, auch die Wesensänderung, und wünsche Herr Vogt auf diesem Weg alles Gute und schnelle Genesung. Ist nämlich ein großartiger Mann. Genau, Maria S. Org ist wäre möglich. Seele hat Schlaganfall genutzt für Seelenwechsel. Ja, Birgit Zimmermann, hier, it's your turn. Komm rein. Ja, Leute. Ja, Birgit, komm mal rein. Über Walk-in habe ich ja auch gerade gesprochen. Seelenaustausch. Komm mal dazu, wenn du magst. Also jetzt seid wirklich mal ihr gefragt, ne? Weil ich bin nicht so der Cloning-Experte. Oder was auch immer da ist. Ne? Wir haben jetzt hier einen Haufen Zuschauer. Könnte doch mal jemand. Was schreibt jemand? Alternative Medien? Controlled Opposition? Ja, das glaube ich allerdings auch. Vogt ist ein Klon, schreibt jemand. Ey, du, der das gerade eben geschrieben hat, komm mal rein. Ja, vielleicht hat ja auch jemand Bock, einen Michael Vogt einzuholen, aber ich glaube, er ist ja nicht gerade so fit, das ist ein bisschen blöd, ne? Vielleicht können wir seine Frau einholen. Also ganz ehrlich, wenn ich jemand wäre, der einen Schlaganfall gehabt hätte und eigentlich gestorben ist und wieder geheilt bin, und dann kommt irgend so ein Typ auf YouTube und sagt, oh, der ist geklont, da würde ich bestimmt in die Sendung gehen mit so einem Unsinn. Bei so einem Schwachsinn würde ich bestimmt reingehen. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Ja, es ist schon mies, ja. Es ist auch hart an der Grenze, dass wir darüber Nein, eine die ist Sendung machen. dezent überschritten, Hoffi. Ja, aber es So ist ein doch so, dass bisschen. bei jedem Terroranschlag können wir immer sagen, nein, es ist eine Verhöhnung der Opfer. Nein, das geht nicht. Wie könnt ihr das denn überhaupt in Zweifel ziehen? Ja, da sind so viele Menschen gestorben. Diese vielen Menschen, die sind vielleicht gar nicht tot, weil das nur irgendwelche Darsteller waren, aber egal. Ich sage ja nicht, dass da gar keine Leute sterben, aber es ist trotzdem. Es nennt sich doch Wahrheitsbewegung, ja. Und ich glaube, wir wären nicht da, wo wir heute stehen, wenn wir nicht mal bestimmte Dinge hinterfragt hätten, ja. Also, und selbst wenn es dann ganz andere Erklärungen gibt oder noch zusätzliche Hinweise, die Frage ist, wie plausibel klingt das dann? Und vielleicht
kommen wir ja irgendwo drauf, wo man dann auch sagen kann, okay, das hört sich mal ganz gut an, aber ich sage, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl. Was schreibt der Dennis Hermann? Ja, das ist Quantenheilung. Ja, lieber denke, sie waren vorher gefärbt, aber sind struppig und irgendwie anders. Quantenheilung, meinst du Zwei-Punkt-Methode in den Chat? Ich weiß jetzt nicht, wer das geschrieben hat. Mit Quantenmatrix oder also ich glaube nicht, dass er von Quantenheilung gesprochen hat, er hat von Geistheilung gesprochen. Vivi, kannst du bitte auch reinkommen? Bei Discord in der Kategorie, ich weiß, du bist ja nicht so oft, aber aktueller Hangout-Link. Vielleicht hast du ja da irgendwas Interessantes dazu zu sagen. Würde mich auch mal total interessieren. Ich fand auch deine Kommentare sehr schön unter dem letzten Video. Das hieß, glaube ich, die letzte Sendung, ich muss es loswerden. Hast du auch nochmal, bist nochmal schön drauf eingegangen, dass dieser Schwurbelprinz da eigentlich nicht so wirklich hier die Infos an den Mann gebracht hat. Was? Ich finde es pietätlos, über Vogts Gesundheitszustand, Krankheit zu sprechen. Ja, dann würde ich sagen, geh besser raus, weil wenn es dich zu sehr belastet, dann tu dir das besser nicht an, ja. Wir Es ist wollen ihn ja einfach. nicht beleidigen, so ist das ja Nee. jetzt nicht. Es geht nicht darum, den Mann zu beleidigen, ja. Und vielleicht bringt ihr ja auch gerade die Hinweise, dass ihr dann sagt, nö, das ist absoluter Humbug. Ihr habt ja die Gelegenheit, ihr könnt ja reinkommen, ihr könnt ja alle widersprechen, ja. Dafür seid ihr ja da. Ne? Also, aber ich finde so, das sind für mich Denkverbote, ja. Nee, da kann man gar nicht drüber sprechen und so, ne, das geht gar nicht. Also, nö. Nee, finde ich nicht. Was heißt pietätlos? Also, ja, schwierig. Aber wenn da wirklich was nicht stimmt, dann wird es nicht rauskommen, wenn es nicht besprochen wird, ne? Also Ist halt einfach so. pietätlos finde ich es jetzt auch nicht unbedingt. Du stellst hier eine Frage und es gab, wie ich das mitgekriegt habe, einige, die gesagt haben, hä? Die ist zumindest suspekt, ist, sagen wir es so. Und deswegen finde ich es jetzt nicht so schlimm. Also Let's Play stellt hier eine Frage und ja, er sagt jetzt nicht übrigens, das ist so, Punkt. Also, ne? Was schreibt Maria S? Let's Play, bitte meinen Post auch danach sehen. Ich habe nicht gesagt, dass man nicht sprechen darf, sondern dass ich es pietätlos fände, wenn nicht das seltsame Video wäre. Also okay. Das habe ich ja nicht gelesen. Gut, dass du nochmal drauf aufmerksam machst. Vivian ist jetzt auch drin. Vivi, hast du denn dieses Video gesehen von Michael Friedrich Vogt? Und was sagst du denn eigentlich dazu? Also, vielleicht kannst du ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Ja, habe ich. Hallo an alle. Ich habe das Video Hallo. gesehen. Hi. Hi, Livi. Und habe, also ich habe es gesehen, weil es im Zusammenhang mit dir habe ich es gesehen, ne? Wegen deines Ausrufes zu deiner Sendung. Und habe mir das auch unter diesem Gesichtspunkt angeguckt. Und warte mal, ich glaube, ich habe als allererstes gedacht, so, also, das ist zu teuer. Cloning ist viel zu teuer, schätze ich mal. Das ist im Moment ganz, oder das ist ja ganz populär in den USA. Okay, er kommt aus dem Norden der USA, ist Kanada ansässig. Na ja, aber es ist schon ein bisschen zu teuer immer noch. So, wer ist Vogt? So. Und was ich dann gedacht hatte, war, nee, nee, ich glaube, der Typ hat tatsächlich einen seiner ja, neuen Informationsmediziner-Heiler-Kumpels irgendwie an der Seite gehabt, so wie er das beschreibt, und hat sich einfach wirklich auf das Abenteuer eingelassen, so letzter Strohhalm-Styler. Und es hat funktioniert. Das schätze ich. Nun hat hier Sam noch gesagt, ja, man kann ja noch mal auf MK Ultra ein bisschen klopfen und so. Wäre eine spannende Sache, wäre dann wieder eine, dann wäre die Richtung ja eher mit einer Hinterlist verbunden. Dann wären das zwei verschiedene Ziele, die verfolgt würden. In meiner Variante würde es einfach sein, oh, schaut mal, hier ist wirklich ein Betroffener, der es schafft, Informationsmedizin zu nutzen und tatsächlich zu genesen. Natürlich wünsche ich mir, dass es so ist, weil das wird uns jetzt mehr bringen für die nächsten
Tage und Zukunft, als weiter schon wieder an einem MK-Ultra-Fall rumzuknabbern, so, obwohl es spannend wäre, ne? So. So ungefähr. Und dann will ich später nochmal was zur Symbolik sagen, auch bezüglich von diesem Oleg, weil die Frage aufkam, und bezüglich zu jemand anderem noch. Aber erstmal das jetzt soweit. Ja, hau ruhig raus. Also ich finde das mega interessant mit der Symbolik da. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm jetzt da, dieses, was er da verwendet. Mich interessiert das wirklich total. Hast du es gesehen schon, das Logo? Ja. Nee, Hoffi. Nee, ich habe noch gar nichts gesehen da. Ich hab's dir geschickt, guck mal. Also warte. Kannst du mir auch vielleicht schicken, bitte? Ja, oder einfach posten bei Discord. Ja, okay. Danke. Was ist denn das alles? Also diese Rune, wo ich aber nicht genau weiß, was es für eine ist. In diesem Fall dann die Pyramide, das Auge vielleicht noch, vielleicht sogar noch der Gehörnte. Da kann man mit Sicherheit noch viel, viel mehr draus lesen. Wenn ich es rumdrehe, dann sehe ich ein M. Ich kann da nicht so wirklich, Vivi, du kannst bestimmt mehr dazu sagen, oder? Ja, ich würde generell auf die Symbolik eingehen, würde aber vorher mal fragen, weil ich ja jetzt schon so lange geredet habe, ob irgendjemand anders noch was eingefallen ist oder was. Nö, also mach ruhig Symbolik. Ich glaube, wir hatten vorher ja schon unsere Meinungen kundgetan. Gut, weil mein Gedanke zur Symbolik generell ist, dass sie einfach neutral ist erstmal. Und dass jedes Symbol bzw. jede Form, jede Struktur eine gewisse eigene Signatur hat. Also eine Form von Frequenz, Signatur oder so weiter. So, und die ist erstmal grundsätzlich neutral. Das heißt, man stelle sich vor, die gesamte Menschheit wäre im Bewusstsein aufgewachsen, mit den Talenten, Symbole für sich zu benutzen in ihrer neutralen Struktursignatur. Das heißt, man stelle sich vor, meine Großmutter hätte mir beigebracht, wie ich das Gemüse auf dem Feld noch kraftvoller und knackiger und sprießender hinkriege, wenn ich drumherum ein paar Formationen aufbaue, diese dann mit die Ursignatur dieser Formation allein schon wirken lassen könnte oder sie auch noch bestücken könnte zusätzlich mit Informationen. Das mache ich mit dem Geiste. Und dann könnte ich dafür sorgen, dass diese Informationen in Energie übergeht. Das mache ich mit meinem Gefühl. Und dann kann ich dafür sorgen, dass ich mit meiner Geduld beobachte, wie es in der Materie diese Information übernommen wird und zum Beispiel eine gesündere Struktur, kraftvollere Struktur daraus entsteht. Das wäre ein Mini-Beispiel für einen Umgang mit Symbolik, die erstmal grundsätzlich eine neutrale Signatur hat und die ich noch zusätzlich bestücken kann mit einer Zusatzsignatur, das heißt meiner Information. Das nämlich wird gemacht in der dunklen Okkult oder in dieser Gesamtokkult-Kaste. Das ist das esoterische Wissen der Okkulten. Und das exoterische Wissen, das ist, wir dürfen auf den Knien rumschlürfen und irgendwie Maria und Jesus und so anbetteln. Aber das ist das, was wir kriegen an Infos. Aber die esoterischen Informationen, die arbeiten mit okkulten Symboliken und nutzen sie zu ihren Zwecken und sprich nicht ausschließlich zum Wohle, sondern eher für Zwang, Herrschaft und Blockaden und Hindernisse und Strukturstörung. Und das sind die Plusinformationen, die zu den neutralen Signaturen hinzugepackt werden von diesen okkulten Clubs. Und das ist schon mal das eine. Das heißt, wir haben, wenn wir heute Leute haben, die mit Symbolen arbeiten, immer wieder die Möglichkeit zu überlegen oder abzuklopfen, nutzt dieser Mensch diese Symbole schon bewusst? Nutzt er sie mit einer neutralen plus wohlgesonnenen Signatur?
dann können wir sagen, okay, da mag man vielleicht ein Auge des dieses Auge sehen oder die Pyramide sehen, weil es ein Dreieck ist oder ein Quadrat, was weiß ich. Dennoch kann man da schon gucken, was ist die Intention? Also man muss heute anders auf Symbole gucken. Man kann nicht nur sagen, sie sind mittlerweile alle negativ. Versteht ihr ungefähr, wie ich so unterwegs bin da? Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen schon, ja. Ja, ist halt das, was man daraus macht. Das ist ja auch immer die Frage mit bestimmten Handgesten oder sowas, ne? Also wenn man die vielleicht nur einfach so macht, ohne irgendwas dabei zu denken, ob das dann so ultra krass ist. Also ich meine, klar, wenn man das jetzt unreflektiert in der Öffentlichkeit macht, ist nochmal was anderes. Toni ist jetzt wieder raus. Ich glaube, er hat technische Probleme. Ja, ich hoffe, er ist gleich wieder drin. Ich bin nämlich auch mal sehr gespannt. Aber was könnte man denn daran sehen in dieser Symbolik jetzt von diesem Wunderheiler da oder wie auch immer das war? Ich habe mir das angeschaut jetzt und für mich sieht das schon aus so, ja, eher sehr, wie ein satanisches Symbol oder vielleicht auch ein Ritualsymbol, satanisches Ritualsymbol, oder es könnte auch das ein Symbol von einem Dämon sein oder einem gefallenen Engel. Also man kann, es ist jetzt nicht genau einem zuzuordnen, aber es gibt Bücher und auf Google findet man das auch, wenn man danach sucht. Das sieht schon gewissen Zeichen ähnlich, finde ich. Also so sehe ich das jetzt mal. Ja, Toni, schön, dass du drin bist. Kann das auch vielleicht jemand gerade mal an Toni schicken, dieses Ding, dieses Zeichen von dem Wunderheiler? Nee, das wäre nämlich echt cool. Ich habe es hier schon vor mir. Ich gucke mir das auch gerade an. Ich finde das super interessant. Also wenn ihr mal nach satanischen Ritualsymbolen sucht, dann findet ihr sehr viele Ähnlichkeiten mit diesem Symbol, finde ich. Es wäre natürlich interessant, das mal einzublenden über die Bildschirmfreigabe vielleicht, damit wir uns alle angucken können. Helm, kannst du das? Toni, ich bin da immer so, mich nervt das immer so. Toni, wenn du Bock hast, kannst du das ja machen. Also ich kann da auch gerade nochmal hier die Elemente freigeben. Warte mal. Toni, mich würde mal total interessieren, hast du das Video auch gesehen von Michael Vogt und was sagst du dazu? Ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl. Also ich sage jetzt nicht, dass der wirklich ein Klon ist oder sowas, aber ich fand das halt irgendwie seltsam. Also ich hatte irgendwie den Eindruck, dass da irgendetwas nicht stimmt und dass das nicht hundertprozentig so ist, wie er uns das beschrieben hat, sondern dass da noch ein ganz wichtiges Element fehlt. Den Eindruck hatte ich irgendwie. Wie war es bei dir so, als du das gesehen hast? Ich habe es mir jetzt zweimal angeschaut. Beim ersten Mal. Ja, also ich finde das jetzt eigentlich gar nicht so verwunderlich. Ich habe mir jetzt gerade das Symbol mal angeschaut und das finde ich unheimlich interessant. Also er heißt ja Oleg irgendwie. Oleg, weiß jetzt nicht, irgendwas mit L. Und ich sehe auf jeden Fall ein W. Ja, und dieser Bogen hier, das könnte auch ein U sein. Und übrigens, falls du da gerade was einblenden willst, es geht nicht, ne? Ach so, wieso nicht? Das ist alles nur schwarz. Ich sehe es aber. Das sehe ich aus nicht. Ich sehe nur Tonis Avatarbild, also das T. Ich sehe nichts. Und ich sehe gar nichts. Ich sehe alles nur Spaß. Ich probier mal was anderes. Moment. So, jetzt Toni, probier es nochmal. Nee, ich muss nochmal was umstellen. Kleinen Moment. Ja, Jesus lebt, ist hier immer noch drin. Wie gesagt, komm gerne in die Sendung, schreib uns an über Discord. Auch die anderen können uns gerne über Discord anschreiben. Auch wenn sie nicht in die Sendung wollen, können sie sich auch bei uns melden. Ich schreibe euch hier nochmal den Link rein. Und natürlich abonniert auch meinen Hauptkanal auf YouTube und auch meinen Vidme-Kanal. Alles unten in der Kanalbeschreibung drin. Ich bräuchte jetzt, glaube ich, noch 19 Follower auf Vidme. Das muss ja wohl irgendwie mal gehen, oder? Damit ich das endlich mal freischalten kann. Und wenn ich dann hier demnächst mal gesperrt werde, dass dann ich dann meinen Ausweichkanal habe. Ja, jetzt geht's, Toni. Genau, blende es mal ein für alle.
So, das ist jetzt direkt von der Webseite. Habe ich einfach mal einen Screenshot gemacht. Ja, ich finde das interessant, weil da heißt ja Oleg irgendwas mit J und I, keine Ahnung. Auf jeden Fall sicher erstmal ein W und ein U. Aber dieser Bogen könnte auch was anderes bedeuten. Ja, auf jeden Fall diese Strichelinie. Ja, könnte man, wenn man fantasievoll ist, jetzt das Siegel Saturns bzw. die Maurer-Symbolik reininterpretieren. Da bin ich jetzt mal vorsichtig. Es macht einen sehr neutralen Eindruck. Was mich sehr triggert, sind die beiden Blitze, die in gegengesetzte Richtung zeigen. Eindeutig as above, so below, aber auch Runenbezug kann hier hergestellt werden zur SS-Rune für fantasievolle Leute. mich erinnert es, weil ich habe gerade ein Video von Ernst Zünde gesehen, der hat ein sehr krasses Logo, wobei das genauso aussah, nur dass es leicht, sagen wir mal, um 30 Grad nach rechts geneigt war, dieses Z, ja, so leicht nach rechts, sodass es aussieht wie ein Z und so ein schräger Blitz ist. Also finde ich voll krass. Und diese beiden verbundenen Kugeln da oder Kreise, ja, lohnt sich auf jeden Fall mal tiefer zu gehen. Das Oval sieht auch sehr eigenartig aus. Das ist ein schickes Ei. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall mal hier ein bisschen in die Recherche und in die Symboliksuche zu gehen. Es wirkt sehr neutral, aber durch diese beiden Pfeile und und dieses Kreuz und den Blitz in der Mitte, ja, das ist auf jeden Fall auch keine Symbolik, die bis in die Tiefe versucht hat, ich sag mal jetzt, neutral zu bleiben. Ja. Also es ist ein sehr eigenartig, wirkt es auf mich. Ja, sehr geheimnisvoll irgendwie, ne? Ja. Ich sehe auch die Pyramide und das Einauge. Ich sehe den Kelch, diesen heiligen Gral. Also das Einauge in der Mitte, ja, der Kelch, das ist super. Das ist super, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja, der Kelch. Und das Einauge in der Mitte und das Dreieck mit Pyramide, ja. Es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer, ja. Also sehr interessant, ja. Da steckt alles drin. Aber es mutet positiv an, aber ich würde es jetzt nicht als positiv vom Hintergrund identifizieren. Ja? So. Es ist vor allem so konzipiert, dass ich weiß, es trägt Informationen. Also es ist nicht einfach so ein hübsches, ästhetisches Symbol, dafür ist es nicht ästhetisch genug irgendwie und auch zu voll gepfropft. Also für mich ist das eine Informationsplakette. Ja. Und muss aber sagen, irgendwie erkenne ich da nichts, was mich irgendwie abstößt erstmal. Naja. Komischerweise. Also nicht, wie gesagt, nicht mal so komischerweise. Eindruck und auch so die, ich sag mal, die Schwingung, die ist erstmal positiv. Aber ich denke, da ist ein tiefer, dunkler Abgrund verborgen dahinter. Ich habe da jetzt dem Toni, dem Let's Play und der Livia so ein Discord habe ich das jetzt bei euch auf Direktnachricht geschickt mit Dämoni, also Zeichen von Dämonen oder Symbol von Dämonen. Ich habe mir das, vielleicht findet ihr ja eins, was dem ziemlich ähnlich steht. Ich finde allgemein sind da viele Sachen drin, die auch in dem Bild dabei, also in der Bilderfolge dabei sind. Ja, sie auf jeden Fall interessante Geschichte. Ja, und generell mal zu der ganzen Geschichte. Ja, ich find's interessant. Ja, wenn jemand so einen persönlichen Schicksalsschlag hat, dann ist es schon mal schwierig, darüber zu reden. Ja, weil jegliche Kritik oder Vermutung dann sofort niedergeschmettert werden kann mit dem Schuldkult und irgendwelchen anderen Sachen. Ja. Aber ich bin da voll auf Let's Plays Seite. Ich denke, das sollte auch und gerade in der Öffentlichkeit besprochen werden. Es ist eine Person des öffentlichen Lebens, der Arbeit in der Öffentlichkeit macht, für die Öffentlichkeit
und der jetzt auch mit diesem Video gerade wegen der Kontroverse an die Öffentlichkeit getreten ist. Und deswegen kann das auch, sollte das auch vollumfänglich besprochen werden, ohne dass da irgendwelche persönlichen Animositäten entstehen. Ja? So, und ich finde es auf der einen Seite, macht das Video einen total authentischen Eindruck auf mich. Also ich kann das, diese Cloning-Befürchtungen kann ich nicht teilen. Zum einen ist es so, dass, ich glaube, Livia hat das angesprochen, das Geldthema, ja. Diese Leute, bei denen Cloning auch nur ansatzweise ins Gespräch kommt, das sind wirklich die Top-Leute. Das sind Top-Politiker und das sind Top-Stars, die schon seit Jahrzehnten am Start sind und Geldgenerierungsmaschinen sind. Ja? Und Herr Michael Friedrich Vogt zählt da überhaupt nicht dazu. Auch kann ich keinerlei Veränderungen an ihm ausmachen. Aber bis auf die Tatsache, dass er ein bisschen schlanker und ein bisschen ausgemergelter wirkt, macht er auf mich auf gar keinen Fall irgendwie einen kranken Eindruck. Ja, also auch vom Äußerlichen her hat er sich da nicht verändert. Also ich kann da keine Merkmale entdecken, die auch nur im Ansatz darauf hindeuten, dass er da ausgetauscht werden könnte oder dass da irgendwelche anderen Sachen im Hintergrund am Start sind. Das glaub ich nicht. Das ist mein Bauchgefühl. Ja. Ich halte das eher für eine, um jetzt mal in den Bereich der Spekulation zu gehen, für eine geschickte Ablenkung von der ganzen Kontroverse, die momentan um die Alternativen entstanden ist. Ohne dabei das jetzt abstreiten zu wollen. Also es kann durchaus sein, dass er eben diesen Schicksalsschlag hatte und sicherlich auch, dass er von diesem Heiler da begleitet wurde. Ein bisschen komisch ist es, dass er halt auch schon über 10 Videos mit ihm gemacht haben, aber ich den überhaupt irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, ich habe von dem vorher noch nie was gehört, auch wenn ich ab und zu mal reinschaue da bei diesen Querdenken-Geschichten, dann sehe ich, dass er da schon über 10 Videos da gemacht hat. Können sich die Leute ja jetzt anschauen. Man könnte auch eine Marketinggeschichte rein interpretieren. Anyway, es ist müßig, aber ein Gedanke bei der ganzen Geschichte ist mir gekommen. Für Leute, die wirklich wissen wollen, ob sie hier verarscht werden oder nicht. Es gibt bei Priestern das Beichtgeheimnis und es gibt bei Ärzten die ärztliche Schweigepflicht. Aber wenn man aus der Sichtweise der Metadaten mal rangeht, sollte es doch möglich sein, die von Herrn Vogt und seiner Frau dargestellten körperlichen Gebrechen oder Krankheiten, die von Schulmedizinern angeblich untersucht wurden, ja, dem mal auf den Grund zu gehen. Gibt es irgendeine Schwester oder irgendeinen Arzt, der das bestätigen kann? Und wenn es den nicht gibt, ja, dann wird es ein bisschen schwierig für Herrn Vogt. Ja, also ich finde, die ganze Diskussion diesbezüglich halt einfach müßig. Wer dem auf den Grund gehen möchte, der kann das tun. Wäre ja mal interessant, vielleicht findet sich da draußen jemand, der da ein Video drüber macht und da einfach mal nachkrast, mal telefoniert und so weiter, ja. Um diesen ganzen Spekulationen mal ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil irgendwie, ja, interessiert das halt auch viele Leute, ja. Also wir haben auch viele Zuschauer und innerhalb von ein paar Stunden 50.000 Klicks, das ist schon eine ganz schöne Reichweite. Ich möchte hier niemandem irgendetwas unterstellen. Das kann alles durchaus so sein, wie das so ist. Aber heutzutage sollte man sich nicht auf irgendwelche blumigen Erklärungen verlassen, sondern den Sachen selbstständig, eigenverantwortlich auf den Grund gehen. Ja, und deswegen, ja. Meinst du, dass also, weil Diagnosen und Befunde gibt es ja, habe ich, glaube ich, nebenbei gesehen. Aber meinst du, dass jetzt jemand extern nochmal das nachprüft einfach, ne? Naja, also es muss ja, ohne dass der Arzt Details darüber verliert, was es für ein Krankheitsbild war, ja, müsste es doch möglich sein, dass das eine ärztliche Fachkraft einfach mal bestätigt. Ich glaube auch nicht, dass das was mit der Schweigepflicht zu tun hat, weil
der Herr Michael Friedrich Vogt das ja hier auch öffentlich so kundgetan hat. Es geht hier lediglich um eine Bestätigung. Hast du gesehen, ja, dass es Befunde und Diagnosen vom Facharzt gibt? Ach, nee, habe ich nicht gesehen. Das wäre nur so eine Idee gewesen von mir, wenn man wirklich gewillt ist, diesen Vorgang ein bisschen aufzulösen. Ach so, das habe ich noch nicht gesehen, ja. Nur ergänzen, das gibt es schon, hat er alles dabei gefügt. Ah, okay. Nur dann? Ja, ich glaube auch, dass es einfach jetzt diese neue Entwicklung der Selbstheilung und der neuen Medizinsparte dazu, und da gibt es nun mal dann auch Vertreter zu, und ich gehe jetzt einfach mal optimistisch daran und sage, so, und jetzt haben wir hier die ersten Beispiele. Kann ja sein. Schön wäre es auf jeden Fall. Ja, würde mich auch mal interessieren, wo du das gelesen hast, wo das bestätigt wurde oder wo da Details. Ich habe es gesehen auf VK in dem Kanal, und da hatte der Vogt auch geschrieben, dass er das wohl auch auf Facebook auf seiner Seite gepostet hat. Guckst du gerade? Ja, ich war da ewig nicht mehr drin. Ach Mensch, wo ist denn Livia? Ja, ich habe sie gerade umgeschrieben, aber alles okay ist. Vielleicht hat sie ja Internetprobleme. Und sag mal, Sam Jones, wo wir in dieser Spekulantenrunde sind, was dachtest du, weswegen dachtest du an MK? Ja, ich weiß nicht. Es war einfach nur so ein Gefühl. Also Klonen kommt schon etwas noch übertriebener her, finde ich. Aber MK Ultra ist ja ein Fakt. Und es kam ja irgendwie nur so vor. Er hat eine neue Lunge und so, und er fühlt sich anders, er ist neu geboren, so habe ich ihn verstanden. Und oder er ist ein anderer Mensch, und bei MK Ultra ist das ja auch so, wenn dann der Trigger da ist, dann werden die auch ein komplett anderer Mensch. So ist mir das halt einfach in den Kopf geschossen. Bei Kate O'Brien war es ja auch so, dass wenn gewisse Sätze gefallen sind oder sie gewisse Bilder gesehen hat oder ein gewisses Wort in der Zeitung gelesen hat, dass sie das getriggert hat, und dann dass sie dann eine komplett andere Persönlichkeit hatte und dann den Auftrag ausgeführt hat, wo sie dann auszuführen hatte. Also sozusagen, so, dass man mit Vogt NWO-kompatibel macht, sozusagen, oder wie? Ja, könnte vielleicht sein. Noch NWO-kompatibler. Ja, ja. Aber es muss nicht sein, es ist mir nur in den Kopf gekommen einfach, weil er gesagt hat, mir ist das so vorgekommen, Entschuldigung, als wenn er ein anderer Mensch wäre, als wenn er das so gesagt hat. Er hat es ja auch im Grunde so gesagt. So, ich das jedenfalls wahrgenommen. Wenn es nicht so ist, kann mich ja ruhig einer korrigieren. Ja, als ich meine Zähne selbst geheilt habe, meine beiden, danach habe ich mich auch gefühlt, seelisch, körperlich und geistig wie ein neuer Mensch. Das ist wirklich so. Wenn der Schmerz weg ist, wundervoll. Okay. Na, Toni, hast du was entdeckt? Ja, es ist interessant, dass auf VK gibt es da wirklich so Geschichten. Moment, wo ist es? Ja, da wird auch ein Arzt genannt. Blablabla. Jetzt denke ich mir jetzt blablabla. Universitätsmedizin Greifswald. Da sind auch mehrere.
bla bla. Ja, Neurochirurgie und so weiter. Ja, also ich gehe auch davon aus, dass das jetzt nicht irgendwie aus der Kalten irgendwie ist. Ja, puh. Ja, schwierig halt, ne? Nee, ich finde es einfach. Ich finde, es wirkt einfach. So wie ich es erklärt hatte, irgendwie. Was findest du schwierig? Also ich nehme auch an, dass das jetzt nicht irgendwie gestaged ist oder so. Ja, trotzdem ist es eigenartig, ja. Also es könnte auch ein geschickter Rückzug sein, ja, aus der Schusslinie. Warte mal, da muss ich mal kurz umdenken. Entschuldigung, weiß einer von euch denn, wie lange er sich nicht mehr gemeldet hat oder eine Sendung gemacht hat? Ein paar Wochen, ich glaube so 2, 3, 4 Wochen, ich weiß es nicht. Okay, mein Opa hat aber auch einen Hirnschlag und der war bei mindestens 4, 5 Monate im Krankenhaus. Ja, er war... Okay, kann sein, dass er bei ihm nicht so schlimm war. Nee, es kann sein, dass einfach die Werkzeuge andere waren, mit denen dein Großvater behandelt wurde. Und wenn man jetzt von den neuen Werkzeugen spricht, dann ist das einfach nicht mehr vergleichbar, schätze ich mal, was den Zeitrahmen angeht. Ne, wenn du deinen Zellen Informationen gibst, die reagieren ja sofort. Und die, da müssen sie ja nicht erstmal gegen Nebenwirkungen oder Medikamenten, bla bla bla, Dosierung und so sich einpendeln, sondern es geht schlicht um die sofortige Adaption der Information in der Zelle, also die Urblaupause der Urzelle wird wieder neu installiert, rein durch dieses Kraftfeld, das du ausstrahlst. Und da, oder dass du mit deinem Willen oder wie auch immer, mit deinem Fokus, mit deiner Absicht festsetzt. Und je reiner dein Bewusstsein, sage ich jetzt mal so platt, desto effektiver, desto konsequenter. Und dann kann natürlich die Zelle sofort wunderbar gesund loslegen und das gesamte System geht schon schneller. Das ist einfach schon Fakt. Also es ist ja jetzt nichts, okay. Ist ja nichts, was ich mir jetzt ausdenke oder so. Es gibt ja schon Hunderttausende Genesene, die nur ein Lied davon singen können, dass es schneller geht alles. Okay, interessant. Wenn auch ihr noch was dazu sagen wollt, ihr Leute im Chat, dann kommt gerne in die Sendung. Warum poste ich eigentlich jedes Mal den Link hier rein? Guckt einfach in der Videobeschreibung, da ist der Link zu Discord und dann könnt ihr uns gerne da drauf schreiben. Und dann könnt ihr gerne noch in die Sendung reinkommen, wenn ihr da auch noch Thesen dazu habt oder das einfach entkräften wollt. Also bis gleich dann. Aber unabhängig von der Tatsache, von der Möglichkeit, dass es eine ganz schlichte Tatsache sein kann, so wie ich sie eben beschrieben habe, gibt es ja noch diese Überlegung, wie ist es da mit dem Marketing, wie ist es mit dem Finanziellen, was könnte da noch für eine Absicht hinterstehen? Das will ich damit nicht untergraben, die Neugier, die anderen Felder auch abzuklopfen. Also weiter geht's. Der Zulm schreibt gerade, Zulm 86, Let's Play and Talk Live, holt euch doch mal den The False Flag in den HU, der weiß mehr. Ist das dieser Manuel? Ich finde den Typ eigentlich total grauenhaft. Dann soll er doch einfach mal, holt ihn zumindest mal hier in den Chat rein, dann soll er mal irgendwas schreiben, ja. Ich weiß echt nicht, ob ich den hier reinholen will, weil ich finde den Typ, wenn ich ehrlich bin, ekelhaft. Ja, ja auch so. Er hatte nicht mal irgendwas über dich behauptet, du wärst ein Antisemit oder sowas in Richtung, war da nicht mal was. Ja, der hat aber schon eine Schelle von mir gekriegt. Ja. Das hat ihn aber nicht so interessiert. Ja, ich finde ihn auch übel strange. Ja. Das weiß ich nicht, musst du wissen jetzt, Claire, aber ich kann da auch gut und gerne drauf verzichten. Nee, ich finde ihn auch gruselig. Der macht mir ein bisschen, das ist irgendwie komisch. Ja, bei dem weiß ich halt nicht, ob der wirklich mehr Informationen verbreitet als Desinformationen oder umgekehrt. Ja, das fand ich auch witzig. Also ich habe einen Artikel aus dem Spiegel zitiert. Ja, und daraus gleich den Strick zu drehen, ich wäre ein Rassist oder ein Antisemit, das ist schon ziemlich abgefahren, ja.
Aber allein schon die Begriff, der Begriff Antisemit ist schon falsch, denn ein Jude, ein Semit ist nicht nur ein Jude, ein Semit ist einer, der aus diesem arabischsprachigen Raum kommt. Also habe ich das mal gelernt. Das ist auch ein sehr belegter Begriff, ja. Ja, eigentlich wäre dann richtig Anti-Judaist oder sowas, glaube ich, ne? Oder? Der Dennis Ingo Schulz hat uns das dann irgendwann erklärt, ne? Ja, vielleicht gucke ich mir jetzt wieder mal ans Wulm, ja. Er schreibt es ja gerade noch im Chat, wenn ihr gucken wollt. Ja, aber ihr habt doch anscheinend so viel zu sagen dazu, denn kommt doch mal live in die Sendung und äußert euch mal dazu. Anna, du könntest auch mal wieder reinkommen, ja. Dich hatten wir auch schon eine Zeit lang nicht mehr drin. Ja. Hier, ne? Ich kann nicht so viel sagen zu der Sache ja, da. Das hat, dann lass mich mal genau, Anna, jetzt komm mal rein hier und erklär mal, warum der widerliche Denunzianten-Promo aller Flo keine Ahnung teilst und das cool findest. Würde mich auch mal interessieren. Ja, genau, komm mal rein, Anna. Du hast ja Zugriff. Guck einfach bei aktuell länger und Ding bei Discord, dann kommst du rein. Ich habe noch eine Frage kurz. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Ich wollte den Toni nur fragen, ob er das Foto bekommen hat, was ich ihm geschickt habe auf Discord. Das von dem Wahlzettel. Moment. Wie gesagt, ich mache Discord nicht, mache ich nur ab und zu mal einen. Ich kann es hier sogar vorlesen, damit es alle mitbekommen. Ich hab's. Ja, muss ich mal ein bisschen größer machen. Aber das sieht interessant aus. Okay. Ja, muss ich mir mal anschauen. Mal größer machen. Ich schicke dir auch noch das, ich habe das vergessen, mit der, was passiert, wenn man nicht wählen geht. Ich habe mich, das habe ich irgendwie verpasst, die Strafe wurde runtergesetzt für Nichtwähler. Das sind jetzt 201. Oh, jetzt ist er fort. Wollte bestimmt sagen, es sind jetzt 231.000 Euro statt 10.000. Ja, aber die Geschichten hier bei VK, das sieht authentisch aus, ja, so absolut. Da stehen auch Namen. Was mich sehr wundert, ist, dass da ist die Handynummer von seiner Frau eingeblendet in Klartext. Also es kommt mir ein bisschen spanisch vor, dass das nicht geschwärzt ist bei VK. Aber da steht drin, dass die Frau die Ansprechpartnerin ist. Es sind auch, haben auch mehrere Ärzte, zwar ohne Unterschrift, ja. Das ist halt auch so ein Ding. Da stehen drei Namen, auch den Direktor der Klinik drunter. Ja, keine Unterschrift, kein nichts. Kannst du natürlich auch gerne mal einblenden, wenn du es gerade hast. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, ja. Also schaut euch das selber an bei VK Querdenken TV. Ich weiß jetzt nicht, ob das sind persönliche Daten hier. Das ja gut, du hast recht. Wenn das noch nicht mal geschwärzt ist und sowas, ja. Also es ist teilweise geschwärzt, aber da stehen halt die Klarnamen drin teilweise und halt auch Telefonnummern und so. Ja. Und da habe ich eigentlich keine Lust, das hier zu teilen. Also wer das möchte, Michael-Friedrich-Vogt, ich kann hier mal... Ich kopiere mal die VK-ID hier in den öffentlichen Chat. Ja, und da können sich die Leute das gerne mal selber anschauen. So, das ist die VK-ID und da kann man sich das angucken. Ja, aber ich stelle ja gerade fest, der Titel hat seine Wirkung nicht verfehlt, ne, wenn ich gerade die Anzahl der Zuschauer mir angucke. Ja. Ich habe übrigens ein neues Video gemacht, ja. Muss ich an dieser Stelle auch mal gleich mal die Gelegenheit nutzen und ein bisschen Werbung machen. Post es auch gerne. Ja, ich bin gerade dabei. Es ist ein Videoausschnitt von Jockler 66, den ich musikalisch unterlegt habe. Es ist ein Ausschnitt aus dem dritten Video von seiner Lesung. Die Herrscher des Bösen, Ruler of All Evil, ist ein ganz tolles Buch, was er auf seinem Kanal da liest. Und er erzählt da etwas über Herrschaft, Wahlen und mentale Reservation. Das ist der Titel von dem Video.
geht auch nicht sehr lange, 6 Minuten. Und da wird es halt schön auf den Punkt gebracht, was im Thema Herrschaft und Wahlen gerade so abgeht. Finde ich super. Ich habe übrigens nochmal das Arnold Schwarzenegger-Video angeguckt, was du mir geschickt hast. Wenn das zutreffen sollte, ja, ich bin ja da schon auch skeptisch noch etwas, aber wenn das zutreffen sollte und Arnold Schwarzenegger tatsächlich Tranny wäre, sind ja auch nur Vermutungen, ne? Aber dann könnte wirklich jeder Tranny sein, jeder Typ eigentlich, ne? Fast, ne? Das, naja, ist schwierig. Das war immer so ein Ding, wo ich immer gesagt habe, hier, aber guck mal, der Arnold Schwarzenegger, der doch bestimmt nicht. Man gern benutzt das Beispiel von mir, also man weiß es nicht. Können auch nur Spekulationen sein. Also, was wollte ich denn sagen? Noch ganz kurz, by the way, nebenbei, Vivian, schade, dass du gestern nicht in der Sendung warst. Du hast ja nochmal Kommentare geschrieben, habe ich gesehen, unter dem Video. Gab natürlich ganz, ganz vernichtende Kritiken zu der Sendung und auch ganz viele Daumen nach unten. Mich würde das gerade noch mal kurz interessieren, also ich will jetzt da nicht wieder ein Fass aufmachen, aber mich würde auch ganz kurz interessieren, wie fandest du diesen Typ? Also für mich war das ein Schwurbelprinz vor dem Herrn von dieser Nichtpartei. Wie hast du das so empfunden? Ich hatte den Anfang nur mitbekommen, wo ihr ihn die ersten essentiellen Fragen gestellt habt, ne? Und dann wieder ausgemacht und dann meinen Kommentar irgendwann später drunter geschrieben. Und soweit ich mitbekam, also durchgeskippt, so, aber soweit ich mitbekam, ist das ein Kunsthochschulstudent? Richtig? Laut seinen Angaben schon, wahrscheinlich, ja. Ich habe das so unter dem Aspekt gesehen, dass ich weiß, wie es mit Gruppendynamiken da aussehen kann in solchen fancy Institutionen. Und habe unter dem Gesichtspunkt auch nochmal verstanden, warum er so brillant viele blinde Flecken mitbringt, so in seiner Denkstruktur. Ja, das hat was mit Fame zu tun. So, und dann kommen wir auf die politische Ebene und da sehe ich, da hatte ich das ja im Kommentar beschrieben, was mir da auffiel. Und dann gab es dazu auch eine Resonanz und ich habe, glaube ich, verstanden, worum es den Leuten geht. Weiß nicht, ob sie mich verstanden haben, worum es mir geht. Ja, was mich so scheiße nervt, ist diese Zeitverschwendung. Ne? Also für mich geht das alles schneller, wenn wir könnten das alles auslassen, ne? Diesen ganzen Weg, den der da vorschlägt. Das ist ein bisschen, was mich ein bisschen ärgert. Aber mein Gott, wenn sie dann über diesen Weg irgendwann auf die Idee kommen, oh, wir müssten uns einfach als Sammelpunkt benennen oder wir bräuchten einfach nur selbst für uns stehen und direkten Leben genau das tun, was wir für richtig halten und ja, eine Art Technologie entwickeln, da denke ich dann auch an diese Blockchain-Technologie, dass man die nutzen kann, dass man dezentral miteinander wirklich sich Infos rüberschickt, dass man dezentral abstimmt, dass man völlig am System vorbei einfach seine eigene Struktur hat und in Sekundenschnelle über Debatten und Fragen abstimmen kann, dass das alles viel schneller gehen kann. Das ist halt das, was ich will, aber mein Gott, letztendlich kann es sein, dass die Richtung, die da einschlagen, auf Dauer auch dahin kommen. Nur das dauert mir zu lang. Deswegen, weiß ich nicht, habe ich überlegt, ich müsste jetzt irgendwoher so viel Geld zusammenkratzen, dass, weil der ja als einziges Argument gesagt hat, das hatte ich noch mitbekommen irgendwie, da hattest du gefragt, Toni, was ist denn mit dem Logo? Warum dürfen wir das jetzt nicht nochmal verändern? Also auf die Grundlage runter reduzieren, sodass es wirklich eine saubere Info rüberbringt, das Logo und die Info in dem Logo. Und da hieß es ja, das, der Zug ist abgefahren, das Geld ist investiert, das hätten sie aus eigener Tasche bezahlt. Da habe ich mir gedacht, gut, dann wenn man wirklich, weil es kann natürlich sein, dass es erfolgsversprechend ist, dass man damit wirklich erstmal die Leute clasht, so. Dann könnte man gleich sagen, gut, dann sammelt man noch mal ein bisschen Kohle, verändert noch mal die Domain zu einem Namen,
und verändert nochmal das Logo und den Inhalt und die Struktur komplett der Webseite und stellt die gleich so auf, dass das ausschließlich in die selbstregulierende und selbstverwaltende Richtung weitergegangen werden kann. Also dass es da keine großen Debatten erstmal mehr gibt. Man kann denen alles sozusagen vorgeben. Man kann denen einen Reiter vorgeben auf der Website, wo sie Blockchain-Abstimmungen machen können. Man kann einen Reiter abgeben, wo sie Blockchain-Videos, bla bla bla. Man kann Community-Chat. Man kann aber auch die Grundlagen festlegen, die eine solche freie Sammelgemeinschaft eben inne hat, wo sie sich alle dran halten. Und das kann man vorgeben. Und wenn man das jetzt nicht macht, habe ich mir überlegt, ne? Dann dauert der Zug ziemlich lang. Dann ja, ist das langweilig. Schade, dass du nicht vollständig gesehen hast. Ich hatte auch den Eindruck, dass er permanent absichtlich von Themen abgelenkt hat, ja. Und immer wieder Sachen relativiert hat und hat er sich vielleicht auch absichtlich dumm gestellt, das weiß ich nicht, aber das war, ich fand das wirklich, diese ganze, wie das alles rüberkam, ne, und wie er auch essentielle Sachen als total unwichtig dargestellt hat und ach, das ist doch jetzt egal, mit Begriffsdefinitionen und alles Mögliche. Ja, und ich finde, er hat auch so eine unterschwellige, ich finde, der war auch extrem arrogant. Auch wenn er das irgendwie doch verborgen hat auch, aber ich finde unterschwellig, habe das schon irgendwie gemerkt. Also dieses, die können ruhig mal schwafeln, hier der Toni und der Let's Play und die alle und bla, tralala und Eigentlich ist es ganz einfach. Ich habe da mal ein kleines Video gemacht, da sieht man den Franz Hörmann und man hört hier an Neue Mitte, wie heißt er? Hörstel, ja. Und drunter steht einfach nur, ja, wer eine Partei gründen will, will herrschen, ja. So, und eigentlich ist es so, dass jeder, der irgendwie eine Partei gründen will, und zwar unabhängig aus welchem Antriebsmuster und mit welchen Zielen, der hat nicht verstanden, dass Herrschaft das Problem ist. Ja, genau. Und deswegen ist es einfach... Sollte man da einfach irgendwie einen Haken dran machen, ja? Habe ich auch gedacht. Aber trotzdem habe ich überlegt, warte mal, wenn man wirklich den Namen so umändert, dass es keine Partei mehr ist, und sondern nur noch wirklich ein Sammelpunkt, und man über diesen Hebel, über dieses Sprungbrett praktisch die Leute auch in die Blockchain-Geschichte reinführen könnte und wirklich in die Selbstverwaltung führen könnte, fände ich es, ja, mal hingucken so. Ja, Vivian, der Eidgenosse hat im Chat geschrieben, Let's Play and Talk Live, The False Flag sagt, dass Michael Vogt von seiner neuen Frau isoliert wird, seine Kinder dürfen ihn nicht besuchen und sie hat seine Ex-Frau bei Querdenken TV entlassen. Ey, dann holt den Vollfleck zumindest mal hier in den Chat rein, ja. Dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir rein wollen. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich den länger tragen kann. Vielleicht stelle ich noch einfach gar nicht rein. Aber der kommt ja eh nicht in die Sendung wahrscheinlich. Aber geschweige denn in den Chat. Ja, also wie gesagt, ihr im Chat, schreibt mir ruhig mal. Aber was ich mal sagen wollte, wenn man denen mal genau zuhört, was die auch so schreiben und sowas, für mich hört sich das schon so an, dass die vielleicht schon auch dann in 4 Jahren antreten wollen als Partei, aber eben als Partei, die keine Inhalte da oder keine Ziele vorgibt, sondern dass wir dann diskutieren können und tralala, ja. Und wenn ihr mich fragt, wer eine Partei gründet, will herrschen. Wer zur Bundestagswahl antritt, will herrschen. Und der wollte uns erzählen, wir gegen Herrschaft, am Arsch. Ja, nee, er hat sich öfter mal verplappert, der Typ, ja, also mit Sachen, wo er da meinte, es müsste doch reguliert werden. Ja, wir sollen das regulieren. Wir sollen das machen, auch mit McDonald's, was? Das funktioniert ja nicht. Also da braucht man wirklich nicht drüber weiterreden. Es wäre einfach nur eine Plattform für außerhalb des Systems Leute sammeln, so, oder Leute sammeln. Ja. Wenn du mich fragst, ist das jetzt erstmal so eine Beruhigungspille und ja, tralala, kommt mal alle her, und für mich ist das wie so ein Honeypot, ja. Und dann kommen die irgendwann und dann wird man schleichend mal bestimmte Sachen da einstreuen, oder es wird dann diskutiert nach der Delphi-Methode oder so, wo dann ein bestimmter Rahmen vielleicht vorgegeben wird, ohne dass man es großartig mitkriegt und das Ergebnis schon völlig klar ist. Furchtbar langweilig. Der ganze Prozess zum Gähnen. Ich schlafe gleich ein. Ja. Wie gesagt,
Ja, also für mich klarer Fall, ne? Die Sache. Und wie gesagt, in Zukunft werde ich da auch, glaube ich, nach 5 Minuten schon, wenn ich dann merke, das bringt nichts, werde ich dann sagen, okay, das war reiner Zufall von der Nichtpartei. Schön, dass du da warst. Tschüss. Kann man dann noch so machen. Ohne auszuflippen. Wie gesagt, also ich fand's halt schlimm. Ich habe es ja auch in der Sendung gesagt. Also, man muss sich das wirklich mal genau reinziehen, wie der immer abgelenkt wurde und alles und tralala und mit relativ. Ich finde, das hat er schon geschickt gemacht, wie so ein Politiker halt. Ja. Also wenn die wirklich mal in die Politik gehen sollten, die Nichtpartei, dann finde ich, hätte er wirklich das Zeug dazu, ne? Sich immer schön allgemein zu halten und das und so und immer schöne positiv belegte Vokabeln zu benutzen, ne? Also so schöne Begrifflichkeiten, die sich so toll anhören, wo jeder Also sich irgendwas Positives ja, darunter vorstellen wenn kann. du dir die Webseite auch anschaust, ja, da ist in 6 oder 7 Punkten sehr eloquent und ich sag mal unparteiisch und auf den Punkt gebracht, was denn jetzt hier eigentlich schief läuft. Ja, das finde ich ziemlich cool, aber man vermisst halt die Ideale oder das, was sie eigentlich erreichen wollen. Ja. Und da kann man sagen, was man will. Gerade hier bei dieser nationalen Volksversammlung oder diesem, wie heißt das jetzt? Verfassungsgebende Versammlung oder wie? Verfassungsgebende Versammlung, ja. Also denen kann man ja wenigstens noch zugute halten, dass sie wissen, was sie machen wollen, ja, oder wo sie hinwollen. Ja, so, aber bei der Partei, die Nichtpartei, das ist sowas von substanzlos, ja. Also. Wie so ein Aufwärmen, ja, kommt Das alle halt her. Und übrigens. wenn ihr dann alle hier seid, wir wissen, was ihr scheiße findet, ja. Und wenn wir dann alle da sind, dann machen wir gemeinsam irgendwas, was ihr wollt. Für mich ist das so eine Projektionsfläche, ja. Mir kommt das so vor, ja. Und deswegen ist das auch alles leer, weil es einfach nur eine Projektionsfläche darstellt. Und wie gesagt, ein Auffangbecken, ja. Und bevor die Leute dann sonst mal irgendwas Sinnvolles machen in ihrer Zeit, ist doch besser, wenn wir sie da auffangen. Können wir sie vielleicht besser kontrollieren. Aber toll, jetzt wollte ich noch irgendwas raushauen da mit dieser Sache. Jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Aber gehen wir doch gerade mal auf Enna ein. Enna ist jetzt drin. Toni, du wolltest von irgendwas wissen, glaube ich, noch von Enna. Kurt ist auch drin übrigens. Toni, dann was war mit keine Ahnung oder was da? Ja, nur das hat man ja eigentlich schon geklärt bei Facebook, aber ich fand es schon witzig, dass du den geteilt hast. Ja, für mich ist das ein intellektueller Denunziant. Und mich würde interessieren, was du an dem so interessant findest, dass Hallo es erstmal. teilenswürdig ist. Ja gut, ich dachte, es wäre klar, warum ich das teile. Es ging um Astro-Toni. Ja, Und ich natürlich. fand es einfach, Toni, ich hätte niemals gedacht, dass du dich da so aufregst drüber. Wieso denn nicht? Ich War habe das total doch unnötig. ausprobiert. Das ist der springende Punkt. Wenn du siehst, dass jemanden angreift, den du selber scheiße findest oder mit dem du selber Stress hast, dann würde ich da genauer hinschauen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und für mich ist keine Ahnung, einfach ein Denunziant. Und zwar ein sehr, sehr rhetorisch ausgefuchster. Ja? Und der sich immer ganz, ganz gut überlegt, was er sagt und wie er sagt. Und gerade in so einem Zusammenhang wird mir ganz, ganz deutlich, nee, das geht einfach nicht. Und nur weil jemanden angreift, den ich selber auch nicht leiden kann, wird das noch lange nicht mein Freund. Beziehungsweise muss ich es noch nicht mal im Ansatz gutheißen, was er macht. Verstehst du? Das ist das. Na, wie soll ich das sagen? Das hat was mit Prinzipientreue auch zu tun, ja? Und dass man halt eben gerade weggeht von dieser persönlichen Geschichte. Ja? Und deswegen hat es mich schockiert, dass du ihn so geteilt hast. Natürlich hatte ich im Hinterkopf, dass du dich mit Astro-Toni da gefetzt hast. Und es ist auch ein Video über Astro-Toni, aber ich werde von Flo Plus jetzt hier kein Video teilen, nur weil er Anti-Wahl-Werbung macht. Verstehst du? Das ist für mich eine Ja, ich verstehe das schon. Vogel, ja. Und Aber Toni, es gibt so viele Menschen, die du nicht magst und die ich aber vielleicht doch mag. Und das war mir einfach egal, weißt ja, ist schon klar. Also du? zum Beispiel, Irgendwie war das nicht so wichtig auch. ja, es wäre aber wichtig, dass die Leute da mal drauf achten. Ich würde zum Beispiel auch keinen Beitrag von Martin Hüller teilen.
Der ist für mich völlig irrelevant. Und trotzdem muss ich in einem ganz bestimmten Zusammenhang einfach sagen, okay, da und da hat er einfach recht gehabt. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Beiträge von ihm zu teilen. So. Weißt du, das, ja, aber jeder macht... Du teilst ja auch Bastis Videos und so, ne? Von daher, also... Nee, mache ich nicht. Ich habe Bastis Video nicht geteilt. Ich habe mein Video geteilt. Über Basti. Über Basti. Ja, siehst du, das ist ein Unterschied, ne? Ich habe das selber gemacht. Und das hat ja auch eigentlich eine zwiespältige Botschaft, das Video, ja? Auf der einen Seite zeigt es seinen Narzissmus und auf der anderen Seite ist es eigentlich ein totales Promo-Video für ihn, welches ihm nur Aufmerksamkeit beschenkt hat. Könnt ihr mal die Zahlen vergleichen. Naja. Mich würde jetzt mal tatsächlich noch interessieren, Kurt, hast du auch das Video gesehen von Michael Friedrich Vogt jetzt hier, wo er da steht mit seiner neuen Frau und was gesehen hast, was sagst du dazu? Ja, Kurt, wir hören dich jetzt gerade nicht. Ah, wisst ihr noch ein Punkt, ne? Ja, was mir auch. Bismarck spalt immer noch im Chat, warum habt ihr den noch nicht rausgeschmissen? Schmeiß ihn einfach raus. Auf jeden Fall. Irgend so ein Hampelmann. Oder wisst ihr, wie das teilweise auch vorkam bei Michael Vogt? Teilweise kam es auch so vor, als stünde er unter dem Bann einer fremden Macht. Also, klingt jetzt auch lächerlich, aber es war auch noch so eine Intuition halt. Ja. Hallo, hört ihr mich jetzt? Ja, wir hören dich jetzt, Kurt. Hast du das Video von Michael Vogt gesehen? Ja, ich habe es gestern gesehen und ich habe ein sehr ungutes Gefühl dabei gehabt. Oh, Kurt, das finde ich immer interessant. Wenn du ein ungutes Gefühl hast, dann hatte ich ja auch und ich konnte es aber nicht wirklich zuordnen. Aber was sagst du dazu? Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ungute Gefühl geht von mir, von der Frau aus, meiner Meinung nach. Also das ist jetzt reine Spekulation. Ich kenne die Frau nicht. Ich kenne auch den Michael Vogt persönlich nicht. Aber als würde sie ihn fernsteuern oder sowas, ne? Ja, genau in die Richtung. Genau in diese Richtung geht es. Es ist klar, er ist jetzt geschwächt und es sollte der Eindruck entstehen, sie steht ihm hilfreich zur Seite. Aber ich habe den Eindruck, sie hat ihn gesteuert. Aber wie gesagt, das ist jetzt rein ein Gefühl von mir. Da kann ich weder belegen noch sonst. Vielleicht sollte ich es auch gar nicht sagen, aber das ist das Thema und du hast mich so direkt gefragt und deswegen sage ich auch so direkt. Und gut, weißt du was? Ich wollte noch kurz was anmerken dazu. Weißt du, wie mir das teilweise auch noch vorkam, wo ich diese Frau gesehen habe? Irgendwie habe ich gedacht, Hexe. Warum auch immer. Ja? Also jetzt nicht mit so einem Kessel und wo da was rührt, mit so einem Hut, aber irgendwie kann man das, mach mich weiter kurz. Ja, es ist klar, sie steuert natürlich nicht mit der Pistole in der Hand. Das ist schon auch klar. Aber was man da so erfährt, dass sie da, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, ich habe es nur gehört, dass sie seine Ex-Frau entlassen hat, dass sie versucht, den Einfluss einzugrenzen, dass sie sozusagen, versucht, ihren Einfluss auf Michael zu erhöhen. Das geht alles in eine Richtung der Manipulation. Das passt aber auch mit dem, dass ich fand, dass sie ja für ihn mitgesprochen hat am Ende, wenn sie kontrolliert. Wenn sie also, Annahme. So auslegen und es kann auch gut gemeint gewesen sein. Ich mache es immer mit Vorbehalt, weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, man kann in keinen Menschen reinschauen und ein Gefühl kann sich auch täuschen. Aber es war damals so wie mit der Robert Stein zum Schluss das Kind da ins Spiel gebracht hat und so viele unabhängig voneinander dann gesagt haben, dass er das ins Spiel gebracht hat, hat vielen ein ungutes Gefühl verursacht. Also, wisst ihr, was ich meine? Wenn einer allein das, so das schlechte Gefühl hat, muss das nicht unbedingt was zu sagen haben. Aber wenn mehrere unabhängig voneinander ein ähnliches Gefühl haben, dann sagt das schon eher was aus. Wisst ihr, was mir auch noch für ein Gedanke kam, wo er das mit dem Kind gesagt hat? Hagen, guck dir das Kind genau an, das ist nämlich von mir. Ah, nee, jetzt ein kleiner Scherz am Rande, aber jedenfalls,
Mann, ich wollte irgendwas sagen. Mach sofort weiter, aber mit dieser Frau. Wisst ihr, wie dem das auch noch ein bisschen vorkam? Auch noch so eine Intention, wo der das vorgelesen hat. So ein bisschen wie, kennt ihr das noch so von Filmen oder so, Rambo oder so, wo dann jemand was vorlesen soll, wo dann so eine Geisel irgendwo ist, ne? Ja, die Amerikaner sind schuld und das haben sie gemacht und wo das dann so vorlesen muss. Oder wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich kann es gut nachvollziehen, ja genau. Für mich, ich habe immer gefragt, hat er es jetzt selbst geschrieben oder liest er das noch ab? Das war meine Grundtendenz. Und dann, wenn da drin steht, ich habe jetzt einen neuen Körper, ein neues Hirn, eine neue Lunge, das ist alles, wie soll ich das sagen? Und wenn ich dann höre, dieser Arzt kümmert sich Tag und Nacht nur um ihn, da läuft es mir eiskalt den Buckel runter, wenn ich sowas höre. Nicht? Also das kann alles positiv sein, will ich nicht ableugnen. Nicht? Aber so geht es mir auch, muss ich dir recht geben, Kurt. Ja, das ist alles ziemlich überspitzt. Oder wenn er dann, was mich auch stutzig gemacht hat, wenn dann geschrieben ist, der Text steht ja unter dem Video, also man kann es ja nachkontrollieren. Ich will jetzt nicht, dass sich noch andere Heiler um mich kümmern. Es ist nicht gewünscht und nicht nötig. Und ich hasse Trittbrettfahrer. Wie die Pest steht Pest, da, genau. Hat er nicht gesagt, aber im Text steht noch wie die Pest. Nicht? Und das, wenn ich das so höre, dann denke ich mir, er sollte um jeden Preis abgeschottet werden. Sollte er um jeden Preis von der Außenwelt abgeschottet werden. Das ist mein subjektiver Eindruck. Entschuldigung, ich würde dich jetzt nicht frühzeitig unterbrechen. Nein, aber ich habe jetzt auch das Entscheidende gesagt. Mir ist gerade in den Kopf gekommen, als der Let's Play gesagt hat, als er sie gesehen hat, dass ihm sofort Hexe in den Kopf gekommen ist. Das soll jetzt keine Beleidigung sein oder so, aber vielleicht ist sie auch ein Succubus. Was ist das? Ein Succubus, das ist... ja, ein Dämon kann man sagen, aber eine, die Männer aussaugt, in die sich ein Mann dann verliebt und die saugt ihm dann sozusagen die Lebensqualität aus. Es gab mal eine Star Trek-Folge, die handelte davon. Interessant, dass du das erwähnst. Ich wusste gar nicht, dass es tatsächlich sowas, ich kannte das nur aus dieser Folge, aber mach ich weiter. Ja, und wenn ich jetzt etwas darüber nachdenke, und er hat auch sehr blass ausgesehen, das kann natürlich mit dem Schlag zusammen stehen, aber wenn sie wirklich wenn das wirklich stimmt, dann mit Succubus und so, und wenn sie das sein sollte, was jetzt nicht heißt, dass sie es ist, wenn ich das jetzt jemand meint, ich würde die Frau jetzt beleidigen wollen oder so, aber falls sie ein Succubus ist, könnte es ja sein, dass sie ihn aussaugt. Wenn ich will mal was sagen. Dieser Eidgenosse ja in dem Chat geschrieben hat und was der Kurt noch gesagt hat, dass er gehört hat, dass er sie ihn beeinflusst und seine Ex-Frau aus dem geworfen hat und dass er seine Kinder nicht mehr sehen darf und so, würde schon zusammenpassen, weil ein Succubus isoliert seine Opfer. Ja, wisst ihr, noch was, vorhin wurden wir kritisiert, dass wir das überhaupt ansprechen, ne? Nur mal angenommen, Michael Friedrich Vogt wird wirklich abgeschottet, nur mal angenommen, oder er steht unter dem Bann einer fremden Macht oder was auch immer, ja, dann kann zum Beispiel diese Sendung auch dazu beitragen, dass er vielleicht davon befreit wird oder sowas. Aber wenn das nur totgeschwiegen wird, dann bleibt er vielleicht isoliert. Also ich will nur sagen, dass das auch dieses Totschweigen auch in eine völlig falsche Richtung gehen kann. Ne? Also wer weiß, was da los ist. Oder ich hatte ja immer das Gefühl, dass er nicht die super krassen Themen angeschnitten hat oder so. Oder vielleicht wollte er ja jetzt mal anfangen, krasse Themen anzuschneiden und man hat ihn deswegen auch aus dem Verkehr gezogen. Oder er hat vielleicht irgendwas mitbekommen, irgendwas Wichtiges, was er jetzt vielleicht auch an die Öffentlichkeit weitertragen will. Und das muss um jeden Preis verhindert werden. Das ist auch noch so ein Gedanke, den ich hatte, ne? Ja, das würde ins Bild passen, weil das passiert ja vielen. Udo Ulfkotte zum Beispiel wird ja auch gerätselt, wie er gestorben ist und solche Sachen. Nicht? Also das ist ja nichts aus der Welt, dass jemand, der an der Spitze sozusagen der Aufklärung steht, wie das die Rolle von Michael ist, das kann man ja noch darüber streiten, aber wenn jemand so weit vorne steht und praktisch im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Und wenn der was Falsches sagt, dann ist der eventuell schnell weg vom Fenster. Nicht? Also, und es gibt halt auch den Schutz der Öffentlichkeit. Damit meine ich, wenn jemand
Der Manuel zum Beispiel hat jetzt ein Video gepostet, wo er sagt, ich habe keine Selbstmordabsichten, wenn was passiert. Also umgebracht habe ich mich nicht. So Sachen, nicht? Das ist der Schutz der Öffentlichkeit. Und das bekommt man auch nicht mehr aus dem Netz raus. Das haben jetzt viele schon runtergeladen. Nicht? Das meine ich also mit Schutz der Öffentlichkeit. Und meinst du jetzt den Manuel von The False Flag? The False Flag. Der war ja der Erste, der gesagt hat, Michael, du bewegst dich in falscher Gesellschaft. Kann man den vielleicht mal irgendwie hier zumindest mal in den Chat reinholen? Hat irgendjemand Kontakt von euch zu dem oder kann den mal jemand anschreiben oder so? Oder schreibt ihm von mir aus eine YouTube-Nachricht, ist mir egal, aber vielleicht kann er ja irgendwas dazu sagen. Ich sehe diesen Typ ultra kritisch übrigens, The False Flag. Ich habe da ein ganz, 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 ganz ungutes Gefühl. Aber das heißt ja nicht, dass nicht er auch mal da irgendwie was Sinnvolles raushaut. Ne? Also, aber mach ruhig weiter. In dem meine ich, sehe alle irgendwie kritisch auch, muss ich sagen. Der Toni sagt das selber auch. Jeder von uns kann umgedreht werden. Nicht, Toni, wirst dich erinnern, was du gesagt hast wahrscheinlich. Nicht? Wir müssen immer vorsichtig. Wir dürfen niemand blind vertrauen. Das ist eine meiner Grundregeln, dass ich sage, ich möchte niemand blind vertrauen. Das muss auch nicht immer böswillig sein. Es muss überhaupt nicht, also das von so einem... wenn der dann umschwenkt oder er kann sein Leben bedroht sein, das Leben seiner Kinder, er kann irgendwie krank werden, alles Mögliche. Das muss keineswegs immer böswillig sein, aber wir müssen einrechnen, dass jemand, der an so exponierter Stelle steht, dass der irgendwie beeinflusst wird. Und dass es dann eben nicht mehr um die Wahrheit geht, sondern um ganz was anderes. Und bei was ich noch zu Michael sagen wollte, ist natürlich, ich glaube nicht stimmt, dass er praktisch tot war. Und dem gemessen hat er noch relativ gut ausgeschaut. Das muss man dann offen sagen. Aber er ist nicht er selbst. Da war nicht der Michael Vogel. Also ich habe... Ja, Alexander. Ja, Entschuldigung. Ich habe mir das gerade mal, gerade eben vor 5 Minuten habe ich mir das mal reingezogen, oder vor 10 vielleicht. Und also, ich meine, ich will jetzt auch keine Verschwörungstheorien jetzt hier spinnen, aber das, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ich muss es halt mal raushauen. Ich weiß gar nicht, wo ich es sonst so sagen soll, weil alle anderen würden mich komplett für verrückt erklären. Hier kann ich so ein Ding mal gucken lassen. Also was mir wirklich komisch vorkam, ist halt, dass er jetzt sagt, die Ärzte haben ihn schon abgeschrieben, dann kam dieser Wunderheiler und jetzt ist er wieder belastbar und bald voll belastbar. Ich meine, wenn er dann wieder in die volle Belastung geht, dann droht ihm ja das Gleiche. Jemand, der so eine Erfahrung gemacht hat und den Tod gerade so von der Schippe springt, der kann doch nicht schon wieder anfangen, davon zu sprechen, voll belastbar zu sein zu wollen überhaupt. Das will ich in meinen Kopf rein, wie der sich dann, wenn es so schlimm ist, dann sich nochmal so hinknallen kann und sich dann nochmal so reinhängen will und dann nochmal das selber erleiden will, wo er das schon mal hatte. Da war noch irgendwas. Irgendwas war noch, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber da war noch irgendwas komisch. Der Punkt, Alex, weil das war auch das, was mich dazu gebracht hat, mich zu fragen, hat er den Text jetzt selber geschrieben oder liest er den nur vor? Das war so Sachen. Weiß einer von euch, was einen Hirnschlag ausliest? Lähmung. Ja, also du kannst ja so, was? Ja, Lähmung zum Beispiel, Organfunktionsversagen und solche Sachen. Okay. Also du musst halt unterscheiden zwischen einer Hirnblutung und einem Hirninsult. Also soweit ich weiß, hat er halt eben einen Hirninsult, Stammhirninsult, was halt schon nicht die super Prognose normalerweise hat. Ja? Aber er hat ja selber gesagt, die hatten ihn schon abgeschrieben. Also eine Regel halt, was ich finde, durch Vorflimmern oder sowas, ja, und das dann entsprechender Thrombus oder sowas halt dann zu einer Verstopfung des Gefäßes halt führt. Und je nachdem, welches Hirnareal, ja, ist auch egal. Was wollte ich denn sagen? Jetzt bin ich völlig abgeglitten. Mir wird gerade so ein bisschen so wie so beim Gruselfilm immer so ein bisschen, das wird immer ein bisschen horroriger. Also es ist fast schon richtig spannend. Also was ist denn, ja, wenn das jetzt wirklich alles mal einfach so genommen würde und man sagt, okay, der ist jetzt irgendwie in irgendeiner Situation, aus der heraus er sich selbst nicht befreien kann oder was? Ey, das wäre komisch, weil, gut, dann habe ich mich eben gefragt, warte mal, wenn ich in der Situation wäre, dass ich mich frisch und neu und glücklich fühle, dann würde ich, glaube ich, mal lächeln oder so.
Und dann würde ich vielleicht mal, dann würde man mir vielleicht anmerken, dass ich in großer neuer Lebensfreude bin. Und jetzt in dem Kontext, in dem ihr gerade so ein bisschen redet, fehlt mir dann doch so die Lebensfreude, ne? Aber es kann natürlich sein, dass jemand einfach nur super schwach ist und gerade mal eben ablesen kann, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht viele von uns so ein Puzzlestück haben oder so. Und wenn jeder das bringt, halt eben, was ihm auffallen ist, vielleicht können wir dann tatsächlich schon einen Teil des Puzzles irgendwie zusammensetzen. Vielleicht ist ja auch einfach gar nichts. Aber ich finde es schon merkwürdig, dass doch mehreren Leuten irgendwie was aufgefallen ist. Und das auch, was angeblich dieser Volz-Fleck-Manuel da gesagt hat, was sie im Chat geschrieben haben, klingt jetzt für mich auch gar nicht so ultra abwegig. Aber auch das könnte nur wieder ein Teil des Puzzles sein. Also ich wüsste aber saugerne, was da ist. Und wie gesagt, es ist ja so mit dem Bauchgefühl, das ist ja oft mal auch so Sachen, die man unterbewusst wahrnimmt. Ne? Also das merkt man jetzt nicht so wirklich. Also man denkt, da ist irgendwas komisch und man weiß nicht genau was. Und ich glaube schon, dass es da einige Faktoren gibt, ja. Aber das kommt nicht von ungefähr, dass man so ein komisches Gefühl hat, ja. Ich glaube, irgendwas ist da, glaube ich, schon dran, ja. Die Frage ist halt nur, was. Und wir stellen ja hier nur Fragen, ne? Also falls das Leute falsch verstehen oder so, ja. Wir sagen ja nicht, Michael Friedrich Vogt ist ein Klon oder Michael Friedrich Vogt wird von einer Hexe kontrolliert oder sie haben Mindkontrolle an ihm ausgeübt oder was auch immer, ja, das sagen wir ja alles nicht, aber wir versuchen einfach nur mal Eindrücke da irgendwie zu sammeln und versuchen uns irgendwie einen Reim draus zu machen und wie gesagt, vielleicht ist auch einfach gar nichts, ja, also das muss man ganz klar auch mal sagen, ne? Also dann ist viel Lärm um nichts, ja. Aber ich wollte übrigens noch ganz kurz was loswerden, ne? Wir haben jetzt hier 206 Zuschauer aktuell, vorhin war es noch ein paar mehr. Auf die Gefahr hin, jetzt alle Zuschauer jetzt verlieren. Kulturstudio sendet ja auch gerade parallel und die haben etwas mehr als 500. Und ich finde, das ist also wirklich, ich finde das gerade richtig klasse von den Zuschauern. Ich finde es wirklich, also ich möchte echt mal gerade ein Dankeschön rüberwachsen lassen. Krass, obwohl auch die Größen gerade eine Sendung machen, vielleicht auch noch andere Sendungen, die gerade laufen, dass trotzdem hier gerade so viele dabei sind. Also das finde ich wirklich absolut klasse. Ne? Das hätte ich nicht gedacht. Ne? Ich hätte es nicht gedacht. Wo ich vorhin gesehen habe, Kulturstudio macht auch eine Sendung, habe ich gedacht, dann guckt das hier keiner und so. Aber dass so viele jetzt doch hier dabei sind. Let's Play, weißt du, woran es liegt? Das liegt an dem reißerischen Titel. Na gut, aber dafür bin ich ja Spezialist. Ne? Aber oftmals steckt da nichts dahinter, wenn ich reißerische Titel mache. Aber diesmal vielleicht schon. Mir ist was eingefallen. Er hat auch gesagt, das ist übrigens auch was man übrigens in Zukunft auch beobachten kann. Ne? Das wird man ja dann sehen, wo die Reise hingeht. Er hat ja auch gesagt, dass ich auch durch diese Krankheit oder was auch immer, diesen Vorfall jedenfalls, dass sich ja auch praktisch Querdenken TV ändern wird und dass sich auch die Art Fragestellung ändern wird. Und das ist halt eine Sache, die wird man jetzt beobachten können. Wie ich weiß, ich habe es ja nicht so sehr verfolgt, wie jetzt vielleicht andere, aber das können dann die Leute sagen, die das frequentieren dann und die können dann sagen, inwiefern sich das gewandelt hat, ob es jetzt doch schon in Richtung Herrschaft geht oder eben nicht, bleibt halt abzuwarten. Ne? Was Kulturstudio betrifft, also ich glaube mal, dass das Kulturstudio zu lasch ist. Ich glaube, viele sind hier, die haben wahrscheinlich schon alles gehört von Kulturstudio. Ich weiß nicht, das ist ja seichtes YouTube, mehr oder weniger. Finde ich sehr, sehr krass, das von dir zu hören, weil du warst ja immer eigentlich ein besonders großer Fan vom Kulturstudio, ne? Also ich sehe das auch ein bisschen kritischer. Ich habe gestern kurz mal reingehört, als Tom Who Knows mit Frank Stoner da Herrschaftsgeseier betrieben haben und das so richtig schön lang und breit getreten haben. Und da haben auch 500 Zuschauer zugeguckt, ja? Also irgendwie gibt es auf der einen Seite wirklich Leute da draußen, die immer kritischer werden, ja, das merken wir auch hier bei unseren Zahlen, auch bei den Videos, aber trotzdem ist der Anteil der Schlafschafe immer noch so hoch. Ja. Ja, bei mir ist es jetzt natürlich so, die Entwicklung, die ich gemacht habe, ich habe ja im Prinzip
wir wissen ja alle, wovon sie berichten. Wir wissen auch, was das Thema ist und so. Und im Großen und Ganzen wissen sie auch, wie man an alles rangeht. Es ist halt irgendwann nichts mehr Neues. Wenn man irgendwann eine Entwicklung mitmacht, dann ist das eben, wie Toni auch schon gerade gesagt hat, dann nimmt man sogar die Nuancen des Herrschaftsgeseiers komplett sofort wahr, in jeder Art und Weise. Das ist eine Entwicklung, die man einfach mitmacht. Deswegen brauche ich mir jetzt nicht unbedingt mehr, ich will die nicht runterreden. Ne? Also die sind ja, die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, sage ich mal, um zumindest die Leute mal in eine Richtung zu lenken, die vielleicht ein bisschen positiver ist als der Mainstream. Und im Endeffekt, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass auch wir mit denen, eben weil wir mit denen in Kontakt stehen hin und wieder, mal bei jemand bei uns in der Sendung ist, dass auch ein paar davon natürlich auch eher andersrum hier bei uns landen oder bei dir, Let's Play, und bei Toni. Ich glaube, das ist eine gegenseitige Befruchtung, die jedenfalls so eine Liebe wie sie ist, und es ist auch nicht so eine Art Schlangengrube, ne? Das ist alles noch sehr oberflächlich. Oberflächlichkeit ist einmal dann irgendwann auch nicht mehr genug. Das ist ja das Thema, warum auch. Deswegen, ich habe ja auch den Kommentar schon geschrieben bei den Nichtwählern, ne? Die haben ja auch ein fettes Kommentar gelassen. Habe ich auch darunter geschrieben, nochmal als Antwort. Ja, weißt du was, ich glaube, was viele Leute erkannt haben, die haben einfach erkannt, die Sendung hier ist real. Ja, das ist nicht einfach irgendein Geschwurbel. Gut, es sind zwar manchmal auch Schwurbelprinzen hier drin, aber die werden ja dann noch irgendwann dann rausgefeuert, ja, oder auch entlarvt. Und aber die merken das einfach, das ist halt wirklich real. Das ist nicht nur hier, um den Leuten, um irgendwas hier zu erzählen, was dann möglichst, klar will ich auch Klicks haben und sowas. Aber ich meine, ich weiß ja, dass es dann Negativkritiken gibt, wenn ich mal irgendwie einen da anfahre oder so. Ich weiß das ja alles, ne? Und wenn man jetzt nur darauf aus wäre, boah, das muss jetzt massengeschmacktauglich sein und bla bla bla, dann dürfte man so ein Zeug halt nicht bringen. Und das ist, aber ich glaube, die Leute sehen einfach, es ist real, und der ein oder andere verzeiht eben einem das auch mal so ein Gefühlsausbruch, wenn die vielleicht auch erkennen, ja, stimmt, das war wirklich ein Schwurbelprinz. Man konnte sich wirklich nicht mehr anhören oder sowas. Und ja, und vor allem merken auch die Leute, dass hier einfach die heißen Themen angesprochen werden, bei mir und bei Toni und so, ja. Und ich weiß teilweise nicht mehr, wenn Leute mich ansprechen, das und das, die und die Sendung, da weiß ich teilweise gar nicht mehr, was jetzt beim Toni oder war das bei mir, ja. Und ich weiß, da waren schon irgendwelche Sachen, wo ich irgendwas nachgucken wollte und habe das überall gesucht, und dann ist mir erst später eingefallen, ja, es war ja eine Sendung beim Toni, es war ja gar nicht hier bei mir. Und ich sehe das manchmal auch so ein bisschen einfach als unsere Sendung auch, ne? Also egal, wer das jetzt gerade streamt oder so, aber ich finde das, wie gesagt, ja, und das ist vielleicht macht das auch irgendwie so einen Reiz aus oder so, ja, dass nicht immer nur diese üblichen Sachen halt, sondern auch jetzt mal hier so ein reißerisches Thema, was natürlich schon sehr, sehr, sehr reißerig ist, ich weiß es, ja. Aber was ist noch besonders cool, in diesem Beispiel, eine Sache muss ich noch, Sammy, du kannst gleich, aber eine Sache muss noch, um das mal zu untermauern auch, gerade die Konstellation ist deswegen so gut, weil ja Toni nun mal ein Flat Earther ist und Let's Player eben nicht, und trotzdem redet man ansonsten, obwohl man das da abtrennen kann, lassen wir uns dadurch nicht spalten und reden trotzdem über die heißen Themen, und da sieht man ja, dass es eigentlich funktionieren kann, ne? Das ist eine coole Konstellation auf jeden Fall. Okay, wäre vielleicht mal interessant, irgendwie an Michael Vogt ranzukommen, ja. Vielleicht irgendwie, ja gut, er wird anscheinend, wie es ja heißt, was nicht dort stimmt, aber da abgeschirmt oder so, aber das wäre vielleicht mal irgendwie interessant, wenn jemand irgendwie an den Rand treten könnte oder so. Vielleicht will er sich auch von diesem Bann befreien oder aus der Gefangenschaft. Ich weiß nicht, was da läuft, ja. Aber vielleicht laufen mir gerade echt miese Sachen, und der hätte uns eigentlich total was Wichtiges mitzuteilen, und er war jetzt wegen, man weiß es ja nicht, ne? Also was wolltest du sagen zum Jones? Ja, erstmal bitte nicht Sammy, das mag ich gar nicht. Okay. Ich habe Sammy gesagt. Also ich habe Sam gesagt. Nein. Alex, das ist ja kein Problem. Jennifer Meyer hat gerade auch was Interessantes geschrieben. ein Klon ist ja gleich übertrieben. Ich denke eher, dass er nur noch eine leblose Hülle ist und die Frau neben ihm in Wirklichkeit durch diese neue Hülle mit den Zuschauern spricht. Krasse Theorie, aber irgendwie könnte ich es mir sogar vorstellen. Na, bei dem, was heutzutage möglich ist, ich muss ja ganz ehrlich sagen, um das mal ganz kurz mal, der Martin Hüller und der Kai Ora kam ja letztens die ist schon länger her, die Sendung, ich habe die aber erst gestern oder vorgestern gesehen, gibt es eine unterirdische Parallelwelt. Und da reden wir hier gar nicht von Hohlwelt oder sowas, da geht es dann halt um Elite-Bunker, die miteinander vernetzt sind und so weiter. Und da haben sie gesagt, hat man jetzt aufgedeckt, was es jetzt in den 60er Jahren schon gab damals. Das ist ja absolut der Wahnsinn. Und jetzt sind wir 50, 60 Jahre nochmal weiter.
ich glaube auch, MK Ultra hat sich so dermaßen verbessert, dass die das spielerisch können, sag ich. Also das ist... Was ich mir auch noch überlegt habe, also ich meine, ich bin ja jetzt eigentlich nicht so energetisch unterwegs, aber dass vielleicht er schon geheilt wurde, aber vielleicht durch satanische Kräfte vielleicht auch, ja, dass er vielleicht dadurch wieder fit geworden ist, aber jetzt vielleicht einen hohen Preis zahlen muss oder sowas, ja, oder vielleicht seine Seele dem Teufel verkaufen musste oder so und jetzt kontrolliert wird oder von dieser Hexe. Ich sage nicht, dass es wirklich eine Hexe ist, aber was auch mal noch interessant wäre, rauszufinden, was war denn da mit seiner Ex-Frau? Oder was war das nicht, diese Schwarzhaarige da? Wie hieß denn die noch? War das nicht seine Ex-Frau? Nikki Vogt wird das gewesen sein, schätze ich mal. Ja, genau die meine ich, ja. Was war denn da überhaupt? Warum kam es zu Trennung? Oder mich würde mal alles interessieren, was ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Ich finde übrigens die Sendung heute ultra spannend, ja. Gefällt mir mal wieder richtig gut. Ich finde, dass wir in letzter Zeit, hatte auch die eine oder andere schwache Sendung dabei, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich finde, wir hatten in letzter Zeit auch ungewöhnlich viele richtig gute Sendung, ja. Letztens die Etatismus, das Grundübel der Zeit, unserer Zeit oder wie auch immer das hieß, die war sehr, sehr gut. Das heute ist jetzt nochmal eine richtig gute Sendung. Dann hatten wir auch gute Sendungen hier über die Stars der alternativen Szene im freien Fall und sowas, ne. Also in letzter Zeit, da sind richtig gute Sachen dabei, ne. Ich finde das wirklich toll, weil ja auch eine Zeit lang mal so ein bisschen auch mal die Luft raus war und so, ne? Aber da war auch nicht so viel, wo man sich dran aufgeilen konnte oder was man da irgendwie ins Spiel bringen konnte, jetzt mit Sachen, die passiert waren. Aber jetzt kann man halt hier mal was reinbringen wieder, was interessant ist. Das hängt ja auch immer ein bisschen von Geschehnissen ab, aber ich finde das eigentlich richtig klasse, dass das nochmal jetzt richtig Fahrt aufgenommen hat und so, ne? Finde ich absolut. Finde ich auch. Und toll. Es gibt auch. Was alle, ja, fast ausnahmslos alle Sendungen so ein bisschen eint, ist, dass wir an einem ganz gewissen Punkt auch immer wieder auf das Hauptthema kommen, nämlich Herrschaft bzw. Fremdbestimmung und das unmittelbare Verantwortungsprinzip, ja. Also egal, was für abgefahrene Themen da auftreten, ja, also irgendwo kommt man immer wieder an diesen Punkt, ja, oder der Punkt wird immer wieder aufgegriffen. Das finde ich super. Das ist, ja, das ist nämlich der Unterschied. Also wir kommen immer wieder auf diesen Punkt zurück, ja, und andere versuchen immer wieder von diesem Punkt abzulenken, ja, und irgendwas zu schwurbeln. Das ist ein Riesenunterschied, finde ich, ja. Und das fällt den Leuten, glaube ich, auch immer mehr auf, ja. Also ich habe auch teilweise auch die Zuschauer manchmal auch unterschätzt und sowas, ja. Und wo ich immer gedacht habe, boah, das raffen die nicht oder das ging die eh nicht mit. Und dann war ich immer total enttäuscht und so, ne. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, durch die Ereignisse der letzten Wochen, einige aufgerüttelt wurden, ne? Dass viele jetzt auch anfangen, Dinge zu hinterfragen und sowas und auch keinen Bock mehr haben auf Limited Hangout oder sowas, ja, sondern auch jetzt wirklich mal dahin gehen, wo es weh tut, ja, und das tut wirklich weh, Sachen, bestimmte Dinge zu hinterfragen und sowas, ja, auch gerade den alternativen Mainstream, ja, wenn man das wirklich so, wenn man auch emotional connected ist und so, ja, und Es fällt immer sehr schwer und wir sind jetzt auch nicht hier die Gurus oder was, wir haben ja auch keine Ahnung. Ich bin ja eigentlich nur immer derjenige, der hier die reißerischen Titel macht und die Leute einlädt. Ich habe ja eigentlich wahrscheinlich noch am wenigsten Ahnung von allen, was diese Themen angeht, außer jetzt vielleicht auch ein bisschen Libertarismus und so, das vielleicht schon. Aber das ist ja eher Toni, derjenige. Das wäre das auch gar nicht. Ganz kurz, wir müssen auch gar nicht die Wahrheit kennen, das ist überhaupt gar nicht wichtig. Wir müssen aber die Lüge erkennen, das ist eigentlich das Wichtige. Das heißt, klar wissen wir nicht die Wahrheit, aber wir wollen wissen, wenn uns jemand verarscht. Und das ist noch viel wichtiger. Vor allem sehe ich persönlich Gurus nicht als positiv, weil Guru läuft für mich immer sehr schnell unter der Bezeichnung Rattenfänger. Nicht? Und das widerspricht nämlich dem persönlichen Verantwortungsprinzip. Und zwar extrem. Wenn ich jemanden brauche, der mich führt, und der mich aus dem Dreck rauszieht und dem ich dann bedingungslos vertraue, dann ist das nicht unbedingt die richtige Basis für Selbstverwirklichung. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Nicht? So, Alex, ein Satz, den du ziemlich oft sagst, der stößt mir mittlerweile richtig auf. Das ist, wir kennen die Wahrheit nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie oft du diesen Satz schon wiederholt hast, aber das ist jetzt auch nicht unwahr, ja?
Also wenn ich sehe, dass wir in einer riesengroßen Welt der Täuschung leben, dann ist es ja nicht unwahr. Dann triffst du ja den Nagel auf den Kopf. Aber irgendwie finde ich, dass dieser Ausspruch zieht dermaßen runter. Ja? So, wir kennen die Wahrheit nicht, wir kennen die Wahrheit nicht. Da bin ich ganz schnell irgendwie bei Tom Who Knows. Ja? Irgendwie bei sich. Okay. Ich finde diese Formulierung sehr, 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 sehr ungeschickt. Ja? Weil man kann es ja auch... Okay. Ja, man kann es ja auch umdrehen, um zu sagen, ja, ist die, was weiß ich, die Wahrheit steht für sich oder irgendwie. Ja. Aber immer wieder dieser Satz, ja, das weiß nicht, das triggert mich mittlerweile richtig. Das wollte ich mal loswerden. Und ich wollte auf ein anderes Video hinweisen, die Haru Wunderlich hat Dennis Ingo Schulz interviewt. Also es ist jetzt für meine Begriffe jetzt nicht so das besondere Video. Ich habe auch erst nur die erste halbe Stunde gesehen, ja. Sie machen da so ein bisschen Smalltalk und reden aber auch über kulturelle Probleme, Zuwanderung und so weiter. Und ich finde das super. Ich finde das echt super. Ja? Weil Haru ist sehr, sehr in der Friedensaktivisten-Szene drin. Sie arbeitet auch mit Rüdiger Lenz und KenFM zusammen. Sie ist Fotografin und so. Ja. Und ich finde es total super, dass Leute aus diesem Spektrum sich halt auch mal streitbare Charaktere vornehmen und dann einfach mal quatschen, ja, und das finde ich super, Also ich hätte nicht gedacht, also ich denke, genau daran liegt die Zukunft aller Medienschaffenden da draußen, gerade in der jetzigen Zeit, zu gucken, wer ist jetzt Antipol, ja, wer ist auf vermeintlich ideologisch oder von den Prinzipien ganz woanders. Und die sollten sich direkt auseinandersetzen und gucken, warum ist das so und so weiter. Und das ist für mich ein super Signal, dass, was das bestätigt, was Let's Play hier so schön beschrieben hat, dass da momentan ganz viel Bewegung drin ist. Und ja, da bin ich ganz schnell bei meinem letzten Video, was ziemlich viele Leute gesehen haben, wo ich halt auch nochmal deutlich mache, dass da jetzt so ein Defizit entstanden ist, so eine Freifläche, auf denen sich die Menschen mal austoben können, ja. Und ja, gestärkt mit neuen Erkenntnissen und Erfahrungen, ja, kann man sich da ordentlich reinstürzen, ja. Also, und die Leute da draußen, die neugierig sind und noch ein bisschen unsicher, ja, so feuerfrei. Kommt rein in die Hangouts, mischt euch ein. Ja, und dieses Maskentragen, ohne dass ich dabei jetzt Let's Play oder anderen Leuten, die sich halt nicht zeigen wollen, da irgendwas absprechen möchte, so in den Topf möchte ich euch nicht reinwerfen. Aber das, was durch Angst und Schuld ausgelöst wird, das wird dann hinter Masken und in der Anonymität ausgetobt. Und ich denke, das ist genau der falsche Weg, diese Maskenträger. Ja, das wird nicht nur durch was weiß ich hier, diese Maskenbälle von den elitären Familien gepusht. Das wird auch durch Anonymous transportiert und so weiter. Und ich denke, genau das Gegenteil ist das. Das ist die Lösung. Wir sollten die Masken wegschmeißen. Es bringt also nichts, sich da in irgendwelchen YouTube-Kommentaren oder Facebook-Kommentaren da auszutoben und sich hinter in so einer künstlich geschaffenen Identität zu verstecken. Weil meistens ist es so, dass diese Identität sehr, sehr gegensätzlich ist zu dem Menschen, der man eigentlich ist. Ja, und ich gebe mir bei meinen Videos und in meinen Hangouts große Mühe, so authentisch wie möglich zu wirken. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Und ich bin echt dafür, dass die Leute ihre Masken wegschmeißen sollen. Ja, ja, Toni, kann ich unterstützen. Aber ich würde es eben nicht von einem verlangen, der sagt, ihm kommt es auf die Wahrheit an und nicht auf seine eigene Person. Ja, wie gesagt, das sollte jetzt auch kein Ultimatum oder irgendwas sein, sondern eher so ein Ansporn. Ja. Ich glaube, so hat es auch keiner verstanden. Ich wollte jetzt aber noch auf das Runterziehen eingehen. Ich verstehe das, wenn du das Gefühl hast, es zieht dich runter. Aber ich möchte die andere Seite auch, der Alex hat ja nicht gesagt, wir werden die Wahrheit nie erfahren, sondern eher, wir kennen die Wahrheit nicht. Und der Let's Player hat gesagt, wir sind keine Gurus, wir sind nur normale Menschen. Und ich muss sagen, solche Aussagen
sind mir halt wesentlich lieber als jemand, der sich hinstellt und sagt, ich habe die absolute Wahrheit gepachtet. Ja, voll natürlich. Nach, nicht? Ich sage euch jetzt, wo es lang geht. Weißt du, was ich meine? Also, und da bin ich jetzt aber auch sofort wieder bei dem Heiler von Michael Vogt. Und ich möchte mal kurz was vorlesen aus dem Statement. Und es klingt für mich nicht wie jemand, der sozusagen neu geboren ist und heilfroh, dass er ein neues Leben hat, sondern für mich liest sich das eher wie ein Marketing-Artikel. Ich gebe ein paar Beispiele. Mein Leben ist in dieser ausweglosen Situation von Oleg Jones, einem exzellenten Energieheiler mit enormen Fähigkeiten, gerettet und neu aufgebaut worden. Nicht? Das klingt wie aus einer Werbebroschüre. Also, ja, ja. Kann man jetzt das einbilden? Nicht? Dann aus dieser Zusammenarbeit mit Oleg sind und anderen viele hochinteressante Querdenken-TV-Interviews entstanden. Das ist für mich ein Ausschnitt aus einer Werbebroschüre. Nicht? Also das ist nichts, was einer spontan formuliert. Deswegen war das immer der Punkt, wo ich sage, hat das selbst geschrieben oder wurde ihm das mehr oder weniger zum Ablesen hingelegt. Nicht? Also das ist, ich kann mich komplett täuschen, ich kann mir das einbilden, aber das Nächste ist halt, da wollte ich gerne die Livia fragen, wenn die gerade da ist. Weitere zusätzliche Einflüsse von anderen Heilern und Energiearbeitern werden nicht gebraucht und sind von mir nicht erwünscht. Jetzt ist die Frage, ist es gesund, wenn ein einziger Mensch so eine große Macht auf einen anderen ausübt? Oder ist es positiv, wenn man sagt, wenn jetzt da mehrere Heiler, so viele Köche verderben den Brei? Das ist das andere. Was meint die Livia? Die ist ja in dem Bereich tätig. Ist es jetzt besser, wenn einer, ein Mensch allein sich diesen Menschen greift und ihn total kontrolliert? Oder sollten da auch andere Einflüsse kommen, sozusagen zur Kontrolle, zur Überwachung, ob der das auch richtig macht oder wie der Erfolg ist? Was meinst du, Livia? Also ich habe mit Heilern und so sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, sage ich es mal so neutral wie möglich. Und es ist so, je mehr Leute sich in mein System eingemischt haben, desto schlechter ging es mir. Und irgendwann habe ich aufgehört, es Leuten zu erlauben, sich in mein Feld einzumischen, also Energie reinzugeben oder rauszunehmen. Und deswegen arbeite ich auch so, dass ich nirgendwo eingreife und nirgendwo weder was rein noch was rausgebe. Für mich ist das Wichtigste, dass die Heilung von innen kommt. Also, dass derjenige selbst versteht, wie bin ich in die Situation gekommen, wie kann ich das lösen. Und wenn jemand sagt, komm her, ich rette dich, das ist übrigens auch das Guru-Thema, komm her, ich mache das für dich. Klar, wenn du einen Schlaganfall hattest, kannst du dir wahrscheinlich alleine selber nicht so wirklich helfen. Aber prinzipiell sollte Heilung immer von innen kommen und jemand, der mich begleitet, sollte immer nur ein Begleiter sein und kein Retter. Gut, wie gesagt, Schlaganfall ist vielleicht eine andere Sache, weil du da nicht ganz bei dir bist, das weiß ich nicht. Und ich halte es auf der einen Seite für eine gute Idee, wenn es nur einer macht, wenn der es dann wirklich drauf hat. Und kann auch verstehen, wenn man dann sagt, bitte mischt euch nicht ein, weil es auch wirklich Heiler gibt, die einfach nicht fragen und dann Energie dahin schicken oder irgendwie rumbasteln. Wie weit das überhaupt möglich ist, ist eine andere Frage. Kommt drauf an, wie sehr du in deiner Mitte bist, wie sehr du in deiner Kraft bist. Auf der anderen Seite fand ich, es gab für mich zwei Aussagen, die ich komisch fand. Die du gerade gesagt hast, gehört dazu. Also andere Heiler oder so sind nicht erwünscht. Denn ich hasse Trittbrettfahrer wie die Pest. Also so steht es zumindest in dem Text da, in der Beschreibung. Und wie die Pest ist ja auch... Diese Ansage. Ja, wie die Pest ist ja auch schon so eine richtig krasse Aussage, zumindest da in der Beschreibung steht es ja drin. Und auf der anderen Seite geht ja grundsätzlich mal davon aus, dass ein Heiler etwas Positives möchte und helfen möchte. Also das wäre zumindest, wenn ich an einen Heiler denke, meine Sicht der Dinge. Und wenn ich dann sage, aber wagt euch nicht, also so klingt das ja, ne? Wagt euch nicht, hier anzufragen, ihr braucht gar nicht anzukommen, mir hier Hilfe anzubieten. Also den Satz fand ich sehr schräg. Also den fand ich sehr schräg, den fand ich abwertend und schräg. Wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man sagt, bitte mischt euch nicht ein, aber das hätte man halt auch so formulieren können. Bitte mischt euch nicht in mein Feld ein, ich mache das alleine. Aber es klang sehr abwertend. Also nicht jeder, der den Impuls hat, dort zu helfen, ist gleich ein Trittbrettfahrer. Also was ist das für eine Unterstellung? Von vornherein schon mal zu sagen,
wer mir helfen will, ist Trittbrettfahrer. Das fand ich sehr schräg. Und das Zweite, das habe ich am Anfang schon gesagt, was ich auch eigentlich, also wo ich kurz das Video pausiert habe, nochmal zurückgespult habe, mir das nochmal angehört hatte, war der Satz, ich fühle mich körperlich, geistig und seelisch neu geboren. Das ist die Trinität, also die Körper-Geist-Seele-Einheit. Und wenn ich hatte ja auch ein Nahtoderlebnis, aber ich habe mich nicht seelisch neu geboren gefühlt und auch nicht geistig, sondern nur körperlich. Und wenn jemand sagt, er fühlt sich seelisch neu geboren und geistig neu geboren, ich habe in dem Moment, ohne mit jemandem überhaupt drüber gesprochen zu haben, ich habe das Video heute Morgen gesehen, ohne mit irgendjemandem gesprochen zu haben, habe ich in dem Moment gedacht, also komplett neu heißt das ja. Und da habe ich dann gedacht, okay, also es gibt ja diese Walk-ins, diese Seelenaustausche da. Wurde das gemacht oder was? Wie kann man seelisch neu geboren sein? Also die Seele inkarniert in einem Körper. Aber wie, also das fand ich eine sehr schräge Aussage, wenn ich so nah am Tod bin oder vielleicht kurz gestorben bin, vielleicht sogar, weiß ich nicht, ob ich dann sagen würde, ich fühle mich auch geistig und seelisch neu geboren. Das fand ich sehr schräg. Ich wollte noch kurz was sagen. Das ist vorhin schon im Chat gefallen, aber ist das schon, ich würde den Kurt eigentlich nicht unterbrechen, deswegen habe ich nichts gesagt. Es könnte auch sein, dass dieser Oleg so eine Rolle wie dieser Rasputin da spielt. Also eine sehr manipulative Rolle. So, ich denke, ihr kennt alle Rasputin und wisst, was er getan hat mit der Zahnfamilie und wie er die beeinflussen konnte. Es könnte ja auch sein, dass er so eine Rolle spielt. Mehr wollte ich jetzt nicht dazu sagen. Ich würde mal noch interessieren, wie wir wie wahrscheinlich hältst du es oder glaubst du es überhaupt möglich, dass sie vielleicht wirklich, seine neue Frau wirklich eine Hexe ist oder sowas, irgendwas so eine Art und ihn wirklich kontrolliert oder dass dieser Rasputin-Verschnitt, sein Heiler da, ihn kontrolliert, vielleicht aus dem Hintergrund und dass er wirklich einfach nur noch eine Puppet ist. Also er hängt nur noch an Fäden. Oder dass er gezwungen wird oder den ganzen Kram zu machen oder vorzulesen. Wie siehst du das eigentlich? Was hast du da für ein Gefühl? Ja, also soweit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich finde ihre Körpersprache sehr spannend. Das wurde vorhin im Chat auch schon angesprochen, als er sagt, ich bin körperlich, seelisch und geistig neu geboren. Da runzelt sie die Stirn. Das ist eine sehr spannende, ich glaube 3:14 war, glaube ich, der Timecode. Danke, Anni. Das finde ich, also wer nur auf die Körpersprache achtet, weiß ich nicht, wenn jemand zu mir sagt, ich bin neu geboren, dann freue ich mich, da runzle ich nicht die Stirn. Aber, und irgendwann hat sie nochmal die Nase gerümpft, als es um diesen Heiler ging. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Für wie wahrscheinlich halte ich das? Möglich ist alles. Aber wie gesagt, ich würde jetzt hier nicht in übertriebene Mustererkennung oder wie du das immer nennst, verfallen. Also möglich ist es, klar. Und energetisch, klar, es ist alles, energetisch ist alles möglich. Das möglich ist es, ja. Aber ich weiß es nicht. Sie stand auch relativ nah an ihm, fand ich. Hier schreibt Janu Schumacher was Interessantes. Satan macht Leute erst krank, um sie dann hinterher gesund zu machen. Damit verführt er, was die Menschen sich in seine Fänge zu begeben. Ja, sowas hatte ich vorhin auch schon angesprochen. Ich bin allerdings da kein gläubiger Mensch und bin energietechnisch und glaubenstechnisch da nicht so krass unterwegs, aber ich kann ja diese Dinge auch nicht wirklich ausschließen. Was schreibt Let's Play and Talk? Fang jetzt 3 Kasten an. Erste Bier trinke ich auf dich. Ja, sehr schön. Danke, Officer Bar Brady oder wie auch immer der sich nennt. Noch ein Ding. Warte kurz, vergiss es nicht. Du sagst, es geht hier, du bist ja nicht so mit Glauben und so. Bei Energie und so, wenn man das mal erlebt hat, ist es Wissen und nicht mehr Glauben. Aber erzähl weiter. Anna, wir haben dich jetzt vorhin komische Fragen gestellt. Was heißt komische Fragen? Aber hier mit diesem, keine Ahnung und so. Aber mich würde aber eine andere Sache viel mehr interessieren. Und zwar, hast du das Video gesehen mit Michael Friedrich Voth? Und wenn ja, was sagst du eigentlich dazu? Anna ist noch stumm geschaltet. Wir hören sie deshalb nicht oder sie ist auch vielleicht weg. Wie auch immer. Alternative Kommentar schreibt hier die ganze Zeit immer Energieerhaltungssatz. Was willst du uns damit sagen? Aber da ging es darum, dass das Schöpfer TV gesagt hat, dass sie nirgendwo Energie weckend oder hinzuführt. Wenn Energieerhaltungssatz heißt das, habe ich auch noch nie gehört.
Nee, das war eigentlich die wissenschaftliche Erklärung von Einstein. Oder naja, das ist eigentlich nicht Einstein, das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, von wem das kommt, das ist praktisch, die Energien immer ausgeglichen sind im Universum. Das heißt also, wenn du irgendwo Temperatur wegnimmst, dann kommt sie irgendwo dazu. Alternativer Kommentar, du kannst natürlich auch gerne mit dazukommen, wenn du Lust hast. Vielleicht hast du ja auch noch was Interessantes zu sagen dazu. Ja, ich hatte vorhin das Gefühl, dass wir schon so ein bisschen näher gekommen sind. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen den Schwung verloren, was das angeht. Ja, man müsste das mal irgendwie alles zusammensetzen irgendwie, ne? Gut, aber vielleicht sind es ja auch alles wirklich nur wilde Spekulationen, da ist überhaupt gar nichts dran, ne? Aber ja, aber ich muss dazu sagen, als du Hexe vorhin gesagt hast, ist mir sofort der Begriff Succubus in den Kopf gekommen. Aber sofort. Ich weiß nicht warum, aber als du gesagt hast, ja, als ich die gesehen habe, hat sofort noch eine Hexe ausgesehen oder so. Ich weiß nicht warum, aber mir ist sofort der Begriff Succubus in den Kopf gekommen, dass die ihn so aussaugen würde. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist mir das sofort so in den Kopf gestiegen. Na, wenn du das Puzzle zusammensetzen willst, dann lass doch einfach jeden hintereinander sagen, was er wahrgenommen hat. Ich habe ja schon gesagt, ich fand das Neugeborene und mit dem Körper, Geist und Seele sehr schräg und dass sich bitte jeder raushalten soll. Das fand ich schräg. Wie seht ihr das? Sind die anderen noch da? Vielleicht kriegen wir das Puzzle ja dann zusammengesetzt. Ja, ich habe es ja genauso erlebt. Nicht? Und was mich Stutze gemacht hat, das war eben die Energie oder Ausstrahlung der Frau. Ich kann auch bestätigen, was du sagst mit dem Austausch. Ich habe ja schon gesagt vor meinem ersten Statement, das ist nicht der Michael, wie ich ihn kenne. Aber es kann ja auch daran liegen, Schlaganfall, Krankheit etc. Nicht? Also das verändert den Menschen natürlich auch. Aber und ich muss auch zustimmen, ich habe auch schon ziemliche Aussätze gehabt, länger, also NATO-Richtung. Die Seele war nie in Gefahr, irgendwie verändert zu werden. Die Seele ist da und die bleibt da. Nicht? Es verändert sich alles Mögliche. Nicht? Aber in meinem Grund, dass ich jetzt eine neue Seele hätte, wo soll die herkommen? Nicht? Das ist die Frage. Nicht? Ja, außer es ist ein Dämon. Also ich denke auch, dass die Seele hat jeder, ist jedem eigen. Also meiner Meinung nach eigentlich, jeder hat seine eigene Seele und wenn da so Sachen kommen wie, ja, wie du sagst, woher soll die andere Seele dann kommen? Das bezieht sich dann für mich auf von einem Dämon besessen halt. Ja, vielleicht ist er tatsächlich besessen und der wahre Michael Friedrich Vogt ist aber noch ganz wo innen drin und will da raus und will vielleicht Hilfe schreien oder so, aber kann das nicht, weil der Dämon zu stark ist oder keine Ahnung, mach mich weiter, Liebe. Also ein Walk-In heißt nicht unbedingt dämonische Besetzung, das möchte ich nochmal, wenn wir hier von einem Walk-In reden, dann ist es wirklich, die eine Seele geht raus, die andere kommt rein. Habe ich noch nie erlebt, gibt aber Fälle, die davon berichten, dass jemand völlig wesensverändert ist und so. Passiert meistens ja, in Krankheit oder wenn jemand eigentlich gestorben ist und dann wiederkommt. Und es ist wirklich so, die eine Seele sagt, okay, ich bin hier fertig und die andere sagt, der Körper ist noch gut, den nehme ich. Dann spare ich mir die Kindheit und ja, gibt es halt so eine Walk-In, sagen wir mal Theorie, weil ich kann sie ja nicht belegen, weil das ist mir noch nicht begegnet. Da reden wir also nicht automatisch von einem Dämon. Ne? Ja gut, was mir noch aufgefallen ist, dass die Art, wie er es gesagt hat, nicht zu dem gepasst hat, was er gesagt hat. Also da war halt nichts von Euphorie und Dankbarkeit oder Glücksgefühl des Überlebenden. Ich meine, die Liebe wird das vielleicht auch bestätigen können. Wenn du wirklich tot warst und du bekommst ein neues Leben, dann hast du so eine Euphorie, so eine, das Gefühl des Neugeborenseins. Du sagst, jetzt kann ich alles reißen, jetzt fange ich von vorne an. Das ist so schwer zu beschreiben. Vielleicht muss man es erlebt haben, aber ich glaube, man kann sich zumindest ansatzweise vorstellen, wenn du warst ganz unten und du hast jetzt die Gelegenheit, du bekommst ein neues Leben. Also einer, der aufgehängt wird, das Stück reißt, hat schon alles aufgegeben gehabt und jetzt geht es doch weiter. Nicht? So, und das hab ich aber vermisst. Irgendwas in die Richtung, irgendein ein Gefühl, das von Michael ausströmt,
dass man signalisiert, aha, da ist einer froh, dass er überlebt hat, da ist einer froh und glücklich, dass er sich unter geliebten Menschen befindet. Vielleicht war er einfach nur K.O. Vielleicht ist er einfach so geschwächt, ich weiß es nicht. Aber ich habe dieses für mich wirklich auch nicht. Teilweise wirklich auch mich so roboterhaft irgendwie auch, ne? So, aber gut, das kann natürlich mit den Nachwirkungen. Es kann, vielleicht steht unter Medikamenteneinfluss, wissen wir ja nicht. Aber wie gesagt, ich habe dieses Gefühl, was er gesagt hat, passt nicht zu dem, wie er es gesagt hat. Das ist mein Eindruck. Rein mein Eindruck. Also Anna, was mit dir, bist du wieder da? Anna? Ja, hallo, ich bin da. Livia, sag ruhig noch und dann würde mich noch interessieren, Anna, ob du das Video gesehen hast mit Michael Friedrich Vogt, da mit seiner Erklärung und dieser ESO-Hexenmeisterin oder was auch immer das für eine Frau war. Was du dazu sagst. Aber Livia, sag noch ruhig. Ja, bei dem Nahtoderlebnis, weil Kurt ja gesagt hat, dass man da so glücklich ist und so, es kommt drauf an, wenn man nur abgeschaltet war und nicht mit dem Bewusstsein auf der anderen Seite, dann sicherlich, dann kommt man wieder her und denkt, boah, cool, ich habe ein neues Leben gekriegt und super. Bei mir war es halt so, ich war mit dem Bewusstsein bei meinem Nahtoderlebnis schon auf der anderen Seite und habe erstmal die Zusammenhänge gesehen und wie das hier funktioniert und wer ich eigentlich bin und so. Und als ich dann wieder kam, habe ich gedacht, ach, das war eine coole Sache. Aber ich war viel ruhiger, viel entspannter, weil mir kann nichts passieren. Und ich war jetzt nicht euphorisch, sondern es war im Prinzip auf der anderen Seite, das war so pures Sein. Ich war einfach, das kann man nicht beschreiben. Ich war einfach, ich bin. So, mehr war da nicht. Und als ich dann wieder hier war, war ich eigentlich eher ruhiger und entspannter und dachte, ach ja, Mensch, dann ist ja hier alles nur so Illusion und lustige Sache, aber ich war jetzt nicht mega euphorisch. Also vielleicht muss man da auch nochmal differenzieren. Okay, Anna. Ja, ich will jetzt nicht die Spielverderberin sein, aber ich fand das jetzt nicht so ungewöhnlich alles. Also ich erkenne da jetzt keine Verschwörung oder so. Keine Ahnung. Ich kenne den Mann auch nicht so gut. Ich habe den vorher nicht so gesehen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also zu dem Video. Ja. Ich sehe das ich möchte ein bisschen lockerer. Ich möchte übrigens irgendwann rein. Copyright nennt er sich. Angeblich kann er was sagen. Vielleicht ist es auch nur ein Troll. Ich weiß es nicht, wer das ist. Ich habe mir jetzt einfach den Hangout-Link geschickt. Wenn hier gleich alles gecrashed wird, dann wissen wir ja Bescheid. Aber trotzdem auch schön, dass du auch mal dein Statement gegeben hast. Vielleicht hast du sogar recht und das ist ja eigentlich sogar auch das Naheliegendste, dass da eigentlich überhaupt gar nichts ist. Ne? Also wenn man ganz realistisch jetzt das betrachtet. Ne? Was schreibt hier die Kiluminati? Das mit dem Dialog stimmt, aber das mit den Leidenschaften habe ich noch nie gehört. Es gibt auch viele Leute, die zum Beispiel leidenschaftslos sind oder sie nicht ausleben und trotzdem Ego. Okay, das ist wahrscheinlich irgendwie nicht an mich gerichtet. Die Frau steuert den Mann mit der Hand im Hintern. Lol. Ja, okay. Ja, wer wollte noch was dazu sagen, also zu der Sache? Also wenn wir uns alle irren und da ist wirklich nichts dahinter, dann ist es ja gerade so besser eigentlich. Also was heißt hier besser? Dann hat er halt nur ein Handschlag gehabt, aber wenn wir uns nicht irren, dann haben wir es wenigstens etwas angesprochen. Ich wollte noch zu Livia was sagen, weil die hat schon recht. In meinem Fall war es sogar so, ich war sogar niedergeschlagen, weil ich wollte ja sterben und ich hatte mit dem Leben abgeschlossen. Das ist eine komplett andere Situation, wie wenn einer, der eigentlich gerne lebt und sozusagen in seinem Umfeld sich wohlfühlt, und wenn der aus dem Leben gerissen wird, dann eigentlich gar nicht gehen will. Und wenn der dann die Gelegenheit bekommt, er kann wieder zurück und dann auch noch wieder, Michael schreibt, asthmafrei und er hat einen total neuen Körper, dann wäre das für mich ein Grund, sich zu freuen. Vielleicht wird es jetzt klarer. Jetzt.
Aber was einer hat, der so weit drüben war, hat auf jeden Fall eins, meiner Meinung nach, er hat keine Angst mehr vor dem Tod. Und das führt auch zu dieser größeren Ruhe, die Livia angesprochen hat. Nicht? Also von dem her kann ich ihr nur zustimmen, wollte ich nur sagen. Ja, und übrigens, falls sonst noch jemand rein wollte, gerne nochmal melden auf unserem Discord-Server. Ich für die ganz Faulen blende ich es hier nochmal ein. Und abonniert auch meinen Hauptkanal, das bringt mir am allermeisten, Let's Play and Talk. Das hier ist ja nur mein Nebenkanal, Let's Play and Talk live. Und ich bräuchte noch 19 Follower, glaube ich, auf Vidme, was aber alles in der Kanalbeschreibung steht. So, hier ist nochmal der Link, Discord-Server. Wie gesagt, jemand hat sich hier vorhin gemeldet, dass er reinkommen wollte, dieser Copyright, oder am Ende ist das noch hier der False Flag oder so. Ja, wir werden es ja sehen, wer das ist. Falls ihr überhaupt reinkommt, vielleicht will er denjenigen auch nur hier das Ganze sprengen. Wir werden es sehen. Ich habe mir übrigens sogar mal überlegt, ob ich oben mal in den Titel, wenn ich manchmal reinschreibe, mit welchen Gästen das war, ob ich auch mal einen Marvin dazu zähle. Weil in letzter Zeit die meiste Screentime hat. Der Frosch. Birgit, das ist Toni. Ja, weil Birgit hat gerade geschrieben, der Neue mit Katze soll mal was sagen. Ah! Oh, jetzt kommt's. New schreibt, Let's Play and Talk Live. Du bist ein versiffter Bastard und Judenschwein. Und sperrst gerne Leute. Aber bleib du mal bei deinen Aufmerksamkeit, Eso. Fötzchen, du behinderter Spaß. Du Judenschwein. Ja, okay. Ja. Jetzt hättest du besser mal geschrieben, so ein fettes Schwein, aber nicht über mich. Leute, ich muss euch mal was sagen. Ne? Ich finde ja toll, dass die Martin Hühler-Videos, die beiden, die ich da hochgeladen habe, dass das so viel Zuspruch gefunden hat. Aber müssen jetzt nicht die sein, die hier zugucken jetzt. Aber da waren halt Kommentare drin, die waren unter aller Kanone. Also da wurden so Sachen geschrieben wie Martin Hühler auf offener Straße abstechen und abschlachten wie ein Schwein. Und also richtig, ich habe die gelöscht. Ne? Also und bedenkt mal Folgendes. Ihr schadet damit in erster Linie mir, ne? Wenn ihr da so eine Kacke da reinschreibt. Ne? Also... Das ist, muss nicht unbedingt dann so gut sein für mich, ne? Schreibt bitte sowas nicht rein, ja? Also wenn er irgendwas reinschreiben wollt, dann schreibt halt von mir aus, ja, so ein fettes Schwein oder so. Aber das ist dann schon das Höchste der Gefühle, ja? Wie gesagt, das muss nicht unbedingt hier, ja, das ist halt für mich dann auch müßig. Normalerweise lösche ich nicht gerne Sachen, ja? Aber das finde ich dann schon, will auch so Sachen im Chat nicht lesen, wenn sowas in der Art, dann irgendwelche Leute oder so, ne? Oder es können auch Leute sein, mit denen ich jetzt nicht unbedingt den besten Draht habe, wie der Knacki oder so, dass der mal hier drin ist im Chat und dass dann Leute schreiben, ja, der Kinderficker oder so ein Zeug, was soll das? Knacki zeichnet alles auf und dann kommt der, guck mal hier, was Leute wieder über mich gesagt haben. Ne? Also wie gesagt, ihr tut uns damit keinen Gefallen, wenn ihr so einen Scheiß da schreibt, ne? Und was, Hoffi, lad mal Hyperion ein in deine Sendung. Ey, ganz ehrlich, alternativer Kommentar. Ne? Ich habe mein Video gesehen von dem, das war, glaube ich, statt mit Hagen Grell. Vielleicht hat er sich auch unglücklich ausgedrückt, aber ich glaube, laut seiner Meinung ist das okay, Gewalt anzuwenden, wenn einem die Worte von einer anderen Person nicht gefallen. Ich meine, gut, der andere, wie er es beschrieben hat, ist auch ganz dicht gekommen und so zu ihm und hat dann weggeschubst und so, eher ihn. Und ja, das war natürlich sehr, sehr grenzwertig. Ja. Vielleicht hätte ich mir dann auch eine gescheuert. Aber ja, aber er hat das halt so dargestellt, auch weil er hat ihn ja beleidigt und dann hat er quasi auch das Recht, quasi Gewalt anzuwenden, wie ich es verstanden habe. Und das muss ich sagen, klar, kann passieren sowas, ja, kann uns allen passieren. Nur, ich sag ganz ehrlich, wenn mir das jetzt passieren würde, dann würde ich erstens das wahrscheinlich nicht öffentlich sagen und zweitens, selbst wenn ich sagen würde, dann würde ich sagen, okay, das war jetzt aber uncool. Also weil für mich
Leute, guckt euch selber das Video an. Ich will nichts Falsches sagen. Es war Hagengrill mit Hyperion oder Dingsbums, ne? Aber für mich ist das halt so ein Ding. Vielleicht habe ich noch nur falsch verstanden, aber ich finde halt, wie gesagt, Gewaltanwendung, weil einem die Worte nicht passen oder sonst irgendwas. Also, ich finde klar, wenn der zu dicht war und so, dass er ihn da weggeschubst hat, das ist ja okay und so, ne? Aber ja. Mögen jetzt andere Leute hier anders sehen, aber ich sehe es halt. Außerdem ist ja die Frage, ob man der AfD damit einen guten Dienst erweist. Wer ist ja da drin durch sowas halt, ne? Ist ja auch dann ein gefundenes Fressen für diese Leute. Und er hat das ja auch beschrieben, dass sie dann gleich die Bullen angerufen haben und guck mal hier, hat mich geschlagen und so, ne? Also, ne? Weiß ich nicht, ob das dann so toll war, ne? Ich finde diesen Hyperion merkwürdig, wenn ich ehrlich bin. Auch übrigens hier der Dings hat da auch wieder was hochgeladen. Dieser Typ Achse Ost-West, der auch inzwischen über 4000 Abonnenten hat. Ich fand ihn eigentlich mal eine Zeit dann gar nicht so schlecht, ne? Weil der halt auch mal Sachen angesprochen hat und hier mit, weil er ist ja selber Ausländer und hat auch mal Sachen angesprochen, was ihm da nicht gefällt oder so mit Silvester in Köln und so ein Kram halt, ne? Und aber man darf halt auch nicht vergessen, es ist halt auch Herrschaftsgeseier, was der da von sich gibt, ne? Mit Demokratie und dralala und ein Sieg für die Demokratie und bla bla mit den Wahlen und so, ne? Ich hätte ihn übrigens gerne mal hier drin, dann könnten wir mal drüber reden. Der ist echt clever, der Typ. Ja, das ist jetzt halt, finde ich schon cool, dass jemand mal was sagt. Aber es ist halt für mich jetzt auch nicht gerade die Offenbarung, wenn ich ehrlich bin. Also. Ja, weil ich halt mit Demokratie, wenn sie halt erzwungen ist und nicht gerade in irgendeinem Verein oder so, wo jeder freiwillig zugesagt hat, stattfindet, sondern auf staatlicher Ebene oder sowas, bin ich halt absolut der Antidemokrat, ne? Wenn ich ehrlich bin. Also es wird immer so toll, wird immer schön von Demokratie gesprochen und jawohl. Aber wie gesagt, ich sehe das nicht so. Ja, also ich sehe halt Demokratie ultra kritisch. Ne? Aber das ist ja eigentlich nichts Besonderes bei Libertären. Also, na gut, wobei, das stimmt ja nicht. Es gibt ja auch genug, die sich Libertär nennen und finden Demokratie, glaube ich, ganz toll und gehen ja auch zur Wahl. Ne? Der König ist tot, es lebt der König. Was schreiben die Leute hier? Ja, es kann auch sein, dass ich jetzt bald Schluss mache oder so. Ja, alternativer Kommentar schreibt libertäre Demokratie, genau. Ja, wobei, wir hatten es ja schon mal, weil ja libertär ja auch rein theoretisch auch die Minimalstaatler mit beinhaltet, das Wort. Toni verwendet ja eigentlich lieber das Wort Anarchist. Ist ja auch bei mir dann wieder so ein bisschen, wo ich immer denke, es ist auch wieder negativ belegt durch viele Sachen. Gerade halt eben auch durch linke Anarchisten. Schwierig. Dann hat ja freiwillig scheinbar das Wort Voluntarist rausgebracht. Ja. Was aber auch wieder als Synonym für libertär steht, was dann wieder, es ist sehr schwierig mit den Wörtern, ja. Entschuldigung, hast du gerade linke Anarchisten gesagt? Das gibt es doch gar nicht. Ach doch, diese, die sich auch so bezeichnen. Oh, diese, wollte ich gerade sagen. Die Nichtwähler sagen doch selber, Anarcho-Kommunismus wäre die Endlösung, die beste Endlösung für die Menschheit. Da musste ich auch erstmal schlucken, als ich das gelesen habe. Ja, das sind. Ja, das, ich meine, generell mal, es gibt auf jeden Fall so eine Strömung. Ja, das basiert aber auch gerade auf der absoluten Fehlinterpretation von Anarchismus. Ja, klar, keine Frage. Ich kann das auch absolut nicht ab. Es gibt ganz, ganz viele linke Strömungen, die regelrecht nicht nur die Farbe Rot auf 1:1 mit Anarchie assoziieren. Auch hier diese ganzen 68er mit dem A, ja, mit diesem Anarchismus-Logo und so weiter, das ist hochgradig belegt, ja. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die Definition, dass es eine eindeutige Definition dafür gibt, ja. Und gerade diese Belegung sollte man thematisieren und in den Fokus der Öffentlichkeit bringen, ja. Deswegen benutze ich lieber den Begriff, weil er eindeutig definiert ist, ja. Auch wenn viele Leute ihn völlig anders missbrauchen, gebrauchen und verwenden. Ja, also, ja, das ist nicht ohne mit diesen Begrifflichkeiten.
Was hat da jemand, die Illuminati schreibt, echte bzw. direkte Demokratie, Libertarismus und Anarcho-Kommunismus sind sich näher, als manche denken. Ja, mag sein, aber da trifft halt, glaube ich, der Spruch zu, so nah und doch so fern. Ne? Was, die Katze redet aber clevere Sachen. Ich glaube, Toni wird, vielleicht Doktor, wird der Toni kontrolliert. Dr. Kralle. Genau, Dr. Kralle. Ich fand das immer, genau, wählen Sie diesen Hamster, sie ist wirklich sehr knuffig. ja, es ist wirklich wieder Dr. Kralle, weil den Dr. Kralle, den sieht man ja nie, ne? Und man sieht ja immer nur hier diese komische Hand und die Katze. Und er hatte aber immer so ein cooles, was war denn das, so ein Raumkleider, nee, kein Raumkleider, aber so ein cooles Ding, also das sah geil aus, fand den immer cool. Und ich habe mir immer gerne Inspektor Gadget reingezogen und es waren immer so Sachen, so, also vor der Schule zum Beispiel, also dann morgens halt aufgestanden und dann Kellogg's gegessen oder was und dann, was kam denn da? Inspektor Gadget oder die Schlümpfe, es kam noch immer morgens. Ja, so Sachen halt, ne? Du musst so alt wie ich sein. Ich habe früher auch mal Schlümpfe geguckt in der ersten, zweiten, dritten Klasse. So. Nee, stimmt gar nicht. Wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Genau. Ja, was weiß ich. Auf jeden Fall so Sachen halt. Und das Inspektor Gadget, der war einfach immer geil. Ja. Er peilt ja eigentlich nie was und das macht immer seine Nichte da, glaube ich, alles und dieser komische Hund, ne? Aber er dann am Schluss mal, Inspekt Gadget, wir haben es wieder geschafft. Und dann immer hier der Polizeichef, diese Nachricht vernichtet sich von selbst. Ne? Und so ein Zeug. Und das, ja, ich fand das eigentlich nicht schlecht, die Serie. Ich fand das, es gab ja noch Filme davon, aber das war alles Kacke. Was schreibt der Stefan Grieb? Ich würde Reichsbürger zum Beispiel anerkennen, würde ihnen aber dann die Einreise in die BRD nicht gestatten, kann öde werden, nur auf dem eigenen Grundstück. Aha. Die BRD ist kein Land, die BRD ist kein Gebiet, die BRD ist ein Konstrukt in einem Land. Ja, also. Was AfD-Schlümpfe? Ja. Gargamel Mahoney. Der Gargamel, ne? Also da habe ich mir immer schon gedacht, boah, der ist doch bestimmt Jude, ne? Also, oh, jetzt wird's so übel, ne? Wie ist die Katze noch? Israel? Nee. Asrael, nee, glaube Israel. Ich. Asrael. Israel. Ja, ey Leute, also die Schlümpfe, ne, die waren schon strange. Also es gab mal eine Folge und da erinnere ich mich noch voll gut dran und die muss ich irgendwie vor, es ist auch schon länger her, aber nicht so lange, vielleicht vor 10 Jahren gesehen haben, nochmal. Und zwar, da war irgendwie so ein, da waren so Riesen, ja, und von den Riesen, die hatten halt ein Baby, Babyriese, ne, was aber quasi immer noch größer ist als ein ausgewachsener Mensch. Ja, und dann war da irgendwie dieser Babyriese und, ja, dann haben die den irgendwie da mitgenommen und dann hat der aber alles kaputt gemacht. Und da haben die saugeile Sache zu dem gesagt, da kam dann der Schlaubi Schlumpf, ne? Und sagte dann so, es ist ja nicht so, dass wir dich nicht leiden können, aber wir wollen dich halt nur nicht in unserem Dorf haben oder so irgendwas. Irgendeinen Spruch hat er gebracht. Das ist ein bisschen anders, glaube ich, noch. Der war aber gut. Und dann hat das Riesenbaby, glaube ich, das zerstört. Und am besten fand ich ja immer diesen Ich hasse alles Schlumpf. Keine Ahnung, wie der hieß, aber ich hasse Geburtstage oder so, ne? Und dann, dann dreht das Baby halt durch und der eine von den Schlümpfen, er will uns zerquetschen! Und er dann, ich hasse zerquetscht werden! Die Folge war geil, ey, du musst dich mir mal raussuchen. Scheiße, wie hieß die denn? Da gab es ja später noch ganz... Muffi, hoffe ich. Ich glaube, Muffi hieß der Schlumpf, kann es sein? Muffi? Das weiß ich nicht, wie der hieß, ja. Das war, glaube ich, das Äquivalent zu Brummbärschi von den Glücksbärschis, ne? Der war auch mal so, hatte sogar so eine Wolke drauf mit Regenwetter, ne? Oh Gott, ey. Ich fand ja bei den Glücksbärschis, fand ich immer hier diesen, ich habe nicht die Glücksbärschis geguckt, das war dann so die erste Staffel oder so mit diesem Scheiß-Intro mit dem, ich möchte ein Glücksbärschi sein. Ja, das habe ich nicht geguckt, sondern ich habe die Glücksbärschis geguckt mit dem coolen Intro, mit diesem 70er-Jahre-Dance-Intro, Disco-Intro hier mit dem, müsst ihr euch mal einziehen, das hieß dann, glaube ich, die Glücksbärschi-Familie und dann war auch noch dieser Löwe dabei und das alles. Und ich fand diesen Hasen immer cool, weil er so schnell laufen konnte, dieser Blaue. Und
Ja, und aber ich glaube, das war eigentlich eine Tussi, ne? Der Hase. Aber passt ja gut zu mir, weil ich bin ja auch für die Tussi. Keine Ahnung. Hat bestimmt auch irgendwas. Was ist das mit diesen Bärchen da, die sie diesen Zaubertrank da getrunken haben? Was? Glücksbärschi. Das sind diese mit diesen Herzchen auf der Brust, oder? Ich glaube, das hat auch irgendwas Esoterisches damit zu tun, dass da so Strahlen rauskommen. Ja. Ah, okay, ja, dann habe ich das jetzt verwechselt. Ja, keine Ahnung, warum bin ich jetzt überhaupt drauf gekommen? Nee, aber wie gesagt, hier, weil es nicht schlimm für. Ja, und dann gab es ja später noch Staffeln davon. Da waren dann noch diese kleinen Schlümpfe dabei, da gab es dann noch das Mädchen, das Sassette hieß die, glaube ich, und das war da habe ich das aber eigentlich schon, glaube ich, gar nicht mehr geguckt oder so, keine Ahnung, aber wie gesagt, Schlümpfe war für mich halt so, finde ich, also morgens so konnte man sich das reinziehen, ja, und was da halt sonst immer noch so kam. Ich habe sogar früher ganz oft wo kam das immer, ich glaube, ARD oder ZDF, ich glaube, aber das war parallel geschaltet, dieses Frühstücksfernsehen, oder wie das hieß, ne? Mit diesem komischen Ausländer da, der immer Turnschuhe anhatte, ne? Mit seinem Anzug. Weißt du mir genau, wie der hieß? Und dieser andere Typ noch mit der Brille, der war schon alt und keine Ahnung, das habe ich auch mal geguckt. Also, keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme. Also, waren bestimmt auch schon ein Haufen Trainees dabei. Keine Ahnung. Boah, Leute, aber eins muss ich euch wirklich noch sagen, ne? Es gab doch so CDs, ne? So Alben, und dann gab es sogar irgendwas mit. Es war halt so die Zeit von Cut and Eye Joe und sowas und von wie ist die Rednecks, glaube ich, ne? Wie ist das andere Lied noch? Es war auch ganz bekannt mit dem Zug, irgendwie The Way I Made oder keine Ahnung, wie das hieß, ja. Und dann gab es dann so CDs, also von Schlümpfen halt, so Schlümpfen Cowboy Joe oder wie das hieß, da bescheuert. Und was ich auch noch hatte, ganz, ganz wichtig, also das musste man wirklich haben, sonst haben wir nicht angesagt. Und zwar, es gab wirklich ein Musikalbum, Mega Man, ja? Von der Serie, die damals im Prinzip lief, die nicht 100% originalgetreu war, aber so halbwegs. Und da gab es tatsächlich ein Musikalbum davon. Toll, ne? Also jetzt, er hat mit dem Mega Man Intro Song, also mit dem von der deutschen Version und mit der amerikanischen, das war ein anderer Song ein bisschen, warum auch immer. Und dann haben noch andere Lieder da drauf, also so Dance und sowas, was halt damals aktuell war, ne? Ich war ja eh so jemand, hab zum Beispiel Euro Dance gehört und sowas, was eigentlich sehr billig ist, aber keine Ahnung, ich mochte halt Dance-Musik. Warum erzähle ich das eigentlich? Ich muss sagen, also meine Fernsehgewohnheiten als Kind haben doch jetzt sehr, sehr viel zu dem Fall beigetragen, was jetzt mit Michael Friedrich Vogt passiert ist. Vielleicht hat der Gargamel ihn verzaubert. Ne? Ich weiß es nicht. Naja, aber Jay Quack fand ich aber besser als die Stümpfe. Weißt du, das was? Ist Jay Quack oder Quack Quack. So. Was? Quack Quack? Was? Ja, das ist die Serie mit dieser Hitler-Ente, weißt du? Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja. Du meinst den Alfred Jodokus Quack. Ja, Alfred. Ja, der war schon strange. Also später wurde das noch stranger. Und das war dann, glaube ich, zweite oder dritte Staffel, wo er dann noch diese komische Negerin-Ente oder was das sein sollte, eine braune, schwarze Ente oder was, hatte. Das war dann auch von der Handlung, glaube ich, später anders. Aber ich weiß nicht mehr. Also ich fand das halt mit diesem Hitler cool, also mit der Gra-Partei. Gra war das, ja. Und der hatte auch so einen Napoleon-Hut auf. Und ich glaube, die wollten sogar Alfred Jodokus Quack in die Gaskammer stecken. Aber er konnte sie, glaube ich, befreien. Irgendwas, oder sie wollte ihn verbrennen bei lebendigem Leib. Oder irgendwas, oder ich habe mir das nur so zusammenfantasiert. Ja, waren eigentlich die besten Folgen. Das gab es wirklich in der Serie. Als er in diesem Kerker da saß. Ja, aber ich glaube, es war ohne Gashahn oder sowas, ne, aufgedreht. Aber jedenfalls,
Ja, mit der Grab-Partei, das war schon cool. Also hier, den Graf fand ich eh total geil. Aber der war ja überhaupt gar keine Gräfin. Weil er hat sich nur immer mit Schuhcreme den Schnabel eingeschmiert und er war eigentlich eine Amsel, glaube ich, ne? Und das ist auch, glaube ich, später rausgekommen, ne? Das ist, glaube ich, später rausgekommen. Irgendwie sogar vor laufender Kamera, ne? Hab er das dann gesehen, dass er eigentlich einen viel helleren Schnabel hatte. Ich weiß nur noch, ganz am Schluss kam er dann nochmal, wo alles vorbei war, kam er dann noch zum Eigenfeld Diodokus Quack und also er halt nach Hause zu dem, der hat ja da, glaube ich, gebunden mit diesem scheiß Maulwurf da, der mich immer total abgefuckt hat, Hank oder wie auch immer der hieß, und hat dann nochmal gesagt, hier so, Alfred, das verzeihe ich dir nie und ich komme wieder. Ja, dann ist er weggegangen, aber der kam gar nicht wieder und dann war ich total enttäuscht. Right. The false flag hat... Oh, was ist denn hier los? The false flag hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Selbstversicherung. Falls mir etwas passieren sollte, bitte ich euch, das Video zu verbreiten. Geht 2 Minuten 41. Will er jetzt irgendwie sich zurückziehen und hat jetzt schon mal das vorbereitet oder was? Ich habe keine Ahnung, aber... Das ist. Ja, The False Flag kann auch hier noch seine letzten Worte in der Sendung sprechen. Wenn er das will. Also komm, wir holen einfach noch rein. Kommt, die Sendung ist ja eh so gut wie vorbei. Das ist quasi seine Abschiedsrede, bevor er dann die Geheimdienste ihn schnappen. Genau, bevor die Maurer ihn lynchen. Ja. Naja, kann schon Sinn machen. Nein, man kann keinen Sinn machen. Hey, ist Vogel ein Klon? Ja oder nein? Was für ein Vogel? Der Vogel von Superbad. Der McLovin. Ich glaube, der ist kein der Klon, der ist ein Trainee, glaube ich. Ja. Ihr wisst ja eh nicht, von was ich rede, oder? Nee. Zieht euch mal den Film rein, Superbad. Und zieht euch auch noch einen rein, Pineapple Express. Das ist auch noch schön. Und da hatte Seth Rogen noch coole Filme gemacht zu der Zeit. Nachher ist er nur noch scheiße rausgekommen. Ich weiß noch, wo er diesen Film rausgebracht hat, The Green Hornet. Und da war eigentlich schon Kacke. Da war mir ja schon klar, dass der Film Kacke ist. Aber ich habe mir trotzdem diesen Energy Drink gekauft an der Tankstelle, das weiß ich noch, den Green Hornet Drink und er war so ekelhaft, ne? Toll. Aber ich habe mir schon jeden Scheiß gekauft. Ich habe mir sogar Michael Schumacher Energy Drinks gekauft, ne? Was? Ich habe irgendwo gelesen und auch gepostet, dass jetzt neue Spekulationen oder neue Sachen rausgekommen sind. Da heißt es, dass in Energy Drinks und in verschiedenen Lebensmitteln, so Lebensmittelverstärker mit drin sind, die aus Mutterkuchen und Fötenresten sein sollen. Ja, das habe ich auch schon gehört. Und zwar, ich glaube, in Coca-Cola ist auch sowas drin, ne? Bäh. Du hast das auch schon gehört. Ich dachte jetzt, okay. Ja, aber zu der, also, Zeit, wo ich Green Hornet getrunken habe, wusste ich das noch nicht. Ja, das wäre ja sozusagen so eine Sensibilisierung auf Kannibalismus auch noch, also menschlichen Kannibalismus, ne? Ja, Leute, und übrigens, ich glaube nicht, dass das wegen dem Geschmackserlebnis drin ist, sondern es ist halt wirklich rituell, ne? Oder? Satanisch. Na, selbstverständlich, es macht doch gar keinen Sinn. Die können doch alles künstlich erzeugen und außerdem ist es doch viel günstiger, weil denkst du, warum es Aspartam gibt? Ich meine, das ist auch günstiger als richtiger Zucker, sage ich mal. Die stellen ihn halt chemisch her, so mehr oder weniger. Oder über Bakterien machen die das. Aber ich glaube, da musst du nicht mehr viel machen. Ne? Das ist halt, glaube ich, das sind die, ich weiß gar nicht, die Bakterien selbst, die so schmecken. Müssen wir mal überprüfen, was ganz genau Aspartam ist. Vielleicht weißt du es ja, Let's Play. Aber das ist ja nichts anderes. Du kannst diesen Stoff auf jeden Fall künstlich herstellen, wahrscheinlich sogar günstiger. Da irgendwelche Sachen, Menschenreste zu nehmen, ist natürlich auf jeden Fall halt das, was satanisch ist, das ist ja völlig klar. Also Leute, wir machen jetzt wahrscheinlich eh bald Schluss, weil ihr könnt gerne noch diesen False Flag, bevor das SEK oder wie auch immer das in Österreich heißt, ihm die Tür eintritt, ja, und ihn rausnimmt,
könnt ihr ihn noch gerne hier reinzerren, nochmal. Also ich hatte ihn ruhig angeschrieben. Ich hatte ihn angeschrieben auf Facebook, aber er hat es noch nicht gesehen. Okay, okay. Ja, der hätte vielleicht auch noch was sagen können, da würde er gerade nochmal Schwung anbringen. Aber ich muss auch irgendwann ein bisschen schlafen, weil ich habe nämlich, glaube ich, die Nacht irgendwie gar nicht geschlafen. Deswegen bin ich auch mal wieder so überdreht, glaube ich. Ja, was? Ich würde ja lachen, wenn dieser Hangout bald von Energy Drinks gesponsert wird. Ja, da sage ich mal lieber, die Studie ist falsch. Leute, zieht euch das mal rein vom Wolfgang Rettich. Gib das mal ein. Da hat sich mal so ein, also hier Wolfgang, falls du das mal guckst, das ist jetzt nicht hier, um dich hier irgendwie zu diskreditieren. Was? Würdest du das wirklich machen, wenn jetzt ein Energy-Vertrag angeboten würde, zu sagen, ey, nee, ey, die Studie ist falsch, ist das mit dem Fötenkram ist Schwachsinn? Ja, na klar, ich lasse mich doch von allen kaufen, ja, und natürlich dann auch von Energy Drinks. Ja, der Wolfgang Rettich, der hatte da mal so schöne, der hat immer hier ein Energiegetränk, er nennt es immer Energiegetränk und Red Bull und so, und da hatte jemand mal gesagt, ja, Wolfgang, künstliche Vitamine sind gar nicht gesund und da ist das und das drin, und da hat er dann irgendwie so gesagt, dann sage ich mal lieber, die Studie ist falsch. Da gibt es ein Video, das heißt, Wolfgang Rettich konsumiert ein Energiegetränk, und dann so hört man diesen Song von Cocaine. Cocaine, dö, 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 dö. Da hat das jemand so komisch zusammengeschnitten, und dann sieht man so richtig, wie er so Prost macht, quasi einem zu, prostet, so, das ist total geil. Wolfgang Ettich, glaube ich, nennt sich der Kanal. Er hat nicht viele Abonnenten, der hat mir so komische Sachen gemacht. Also der hat auch teilweise ein bisschen genervt, wo ich da Streams gemacht habe, damals mit Wolfgang. Aber es ist auch schon jetzt im Nachhinein noch irgendwie witzig, ja. Also, ich würde mal gerne wissen, wie diese menschlichen Körperteile auf dem Ingredients auf der Liste, auf diesem Produkt, auf der Dose, wie das heißt. Die Zutate, wie die Zutat heißt. Vielleicht wird die einfach nicht erwähnt. Ja, weil bei Pepsi soll ja auch irgendetwas von Föten drin sein. Also von abgetriebenen Babys. Und das wird ja auch nicht darauf gelistet. Ja, wahrscheinlich lassen sie es weg. Wobei ja im Rahmen der Verhöhnung würde es ja eigentlich auch passen, wenn sie es doch irgendwie drauf listen. Ne? Und zwar irgendein fachchinesischer Begriff, wo man nicht damit anfangen kann. Ja. Das hatte ich gehofft. Und dann mal gucken, woran sie es ableiten und mal vergleichen. Ja, das ist echt interessant, ne? Müsste man mal gucken. Hol mir jetzt hier mal eine Dose und eine Rockstar-Dose und dann gucke ich mal, was da draufsteht. Wartet mal gerade. Weiß ich nicht, was haltet ihr davon so? Von diesem. Na, ich glaube, die Energy Drinks sind doch alles. So, ich bin wieder da. Da ich ja bereits gesponsert werde von der Energiegetränkindustrie, muss ich jetzt natürlich ein bisschen Product Placement betreiben. Also hier, und zwar, das ist ein ganz leckerer Drink, den gibt es nicht immer. Findet man nicht überall, und zwar von Rockstar Freezy oder Freeze, ja. Und zwar Pineapple and Coconut, ja. Und der ist wirklich total lecker. Also so mit, ne, wie der Name schon sagt, mit Ananassaft und ein bisschen Kokosnuss. Ganz leckerer Trink. Und jetzt gucken wir mal, wo hier die Kinderbestandteile sind. Wartet mal. Zutaten, Wasser, Zucker, Ananassaft aus Ananassaftkonzentrat. 2% Dextrose, Kohlensäure, Taurin, 0,4% Säurungsmittel, Zitrussäure. Was noch? Aroma, Koffein, Stabilisatoren. Was? Gummi. Krass. Da steht wirklich Gummi. Gummi Arabicum. Glycerinester. Ester oder was? Aus Wurzelharz. Glucurono. Was heißt denn das? Scheiße. Glucuronolacton. Vielleicht sind das ja die Kinder. Nee, glaube ich nicht. Ginseng,
Aroma-Extrakt. Guarana-Extrakt. Inosit. Vielleicht soll das Inuit heißen und da sind Inuit-Kinder drin. Ist so ein Codewort, Inosit. Komm, ich lese mal falsch rum vor. Tisoni. Ne, passt auch nicht. Antioxidationsmittel. Ascorbinsäure. Niacin. Pantothenat. Vitamin B6. Vitamin B12. Erhöhter Koffeingehalt. Ach was. Hier steht was von Kindern. Jetzt kommt es wahrscheinlich. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen und Personen, die empfindlich auf Koffein reagieren, nicht empfohlen. In moderaten Mengen konsumieren. Nicht empfohlen, mit Alkohol zu mischen. Aber vielleicht heißt das, wenn hier steht, in moderaten Mengen konsumieren, dass man halt die Kinder in moderaten Mengen vielleicht konsumieren soll. Also vielleicht ist das ein versteckter Hinweis, dass man das halt doch nicht so viel trinken soll dann. Ich sehe jetzt keinen Hinweis. Leute, echt, ey, wir reden hier von Föten im Trinken. Das ist doch nicht... Ja, ich versuche es ja auszufinden. Was mir aber auf jeden Fall krass auffällt, ist, dass die dort tatsächlich das Wort Person benutzen. Ich glaube übrigens wirklich nicht, dass das ein Scherz ist. Ich glaube, da ist echt was drin. Ja. Aber es steht anscheinend hier nicht drauf. Aber es ist unheimlich viel Symbolik. Also das Pentagramm, auch immer bei Monster, ne? Also hier die 666, also die jüdische 6, also die Striche da, ne? Ja, das ist schon also unheimlich Fach, viel. Oder wie das heißt. Ja, also er ist schon ziemlich viel, wenn man sich das mal reinzieht. Ich halte es sogar für möglich, dass in Kinderschokolade Kinder drin sind oder so. Und das ist wirklich kein Scherz, ne? Also, oder ein Gummibärchen oder so. Auch wo der Thomas Gottschalk da mal irgendwie in der Werbung, da war so mit Kindern in so einer Fabrik und da habe ich gedacht, ja toll, da werden jetzt die Kinder verarbeitet oder so, ne? Für die Kinderschokolade. Ich könnte mir das echt vorstellen, ne, dass da auch teilweise vielleicht dann in Kinderheimen oder so, wo das eh nicht so auffällt, die dann da mal, Kinder werden ja genug abgetrieben, ne, also wir führten halt und so, ne. Ich habe ja noch eine ganz, also es gibt ja wohl angeblich, sind es ja wohl inzwischen ja viele, viele Zehntausende Kinder, die irgendwie weggekommen sind, ne. Ich könnte mir auch inzwischen vorstellen, dass die Kinder vielleicht sogar auch für die, jetzt wird's krass, ne? Ich bin so getriggert momentan auf diese Eliten unterirdische Welt, weil wir ja kurz wahrscheinlich vor dem Kollaps irgendwann stehen und die darin abhauen, dass die da vielleicht auch schon eine Art, nicht Züchtung, aber dass die ja schon Menschen haben, die da unten wohnen, da unten schon geboren sind, nie die Oberwelt vielleicht sogar gesehen haben und vielleicht auch genauso propagandistisch bearbeitet wurden, dass sie denken, da gibt es gar keine Oberwelt. Könnte schon sein. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie bei Fallout, ne? In diesem Vault, wo sie dann alle drin sind. Also alles möglich, ne? Ist mal ein interessanter Einwand. Ja. Ich denke schon, dass das so ist. Es gibt ja die eine Doku da, die lief sogar bei N24. Leider ist die geschnitten auf YouTube. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Da sprechen die Kinder selbst, die das miterlebt haben. Wenn ihr sucht es lieber unter dem Begriff satanischer Missbrauch N24 so, oder satanische Pädophilie N24. Und da berichtet eins der Opfer, das spielt alles in Frankreich und ist in Frankreich passiert und bricht eines der Opfer, dass unter den Kirchen Tunnelsysteme sind und da die Kinder in Käfigen sitzen und auch schon die Babys. Also ich kann also gut, also wo du das jetzt gesagt hast, Alex, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das so ist, wenn die schon Babys da in Käfigen sitzen haben, also die da ja geboren werden, nur um misshandelt und nachher gegessen zu werden. Schaut euch die Doku mal an. Übrigens, und was auch noch richtig gut war, finde ich hier vom Detlef vom T1-Spiegel-Kanal auch noch diese Doku mit dieser, wie hieß es noch, die
geheimen Rituale der Illuminaten oder was. Da wurden dann richtig krasse Sachen gebracht. Und vor allem schon ganz, ganz früh von den Disney-Filmen, ne? Wie da schon sexuelle Inhalte drin waren und Phallus-Symbole und alles und auch versteckt und richtig, richtig krass. Und auch mit so ein Zeug, wo dann, da sind dann zwar Hunde und so, die dann in der Fabrik verarbeitet werden und gefangen werden, aber eigentlich sollen das Kinder sein und so ein Zeug. Und das war richtig krass. Also, wie gesagt, das kann man sich auch mal reinziehen, die Folgen davon. Ich fand es heftig, obwohl das jetzt auch nichts Neues war, aber ja. Ja, ich fand das auch heftig, als ich das gesehen habe. Das ging in Mark und Bein, wenn man sich vorstellt, dass mit dieser Angst gespielt wird. Ich meine, das war 1930 oder so, oder 40, ne? Die Disney-Ausschnitte bei Till Eulenspiegeln da, ne? Ja, genau, das war alles noch uralt, ja. Also das muss schon damals so dermaßen elitär gewesen sein. Also jetzt, mir ist es mittlerweile, letztendlich nehme ich das einfach so an oder sehe das klarer, aber es ist trotzdem so erschütternd, wie damit geworben wird, wie damit der Angst gespielt wird und also wie viele Trigger gleichzeitig laufen. Und wenn ich dann auch noch höre, ich glaube von Toni, der meinte, dass die Kamera an sich eine Erfindung von jesuitischen Forschern ist. Also das heißt, die Filmkamera und dann ja die Manipulation über das Bild und dann gleich in diese heftige, ja gleich in Comic-Trickfilm und dann gleich irgendwie heftig Mind Control, also das ist so schrecklich alles pervers, wenn man sich das so mal anguckt. Es waren auch Sachen drin, die wusste ich gar nicht, und zwar mit Alfa Romeo, das Logo davon, dass das eine Schlange ist, die das Kind frisst. Und ich dachte eigentlich immer nur, das wäre nur so eine Zunge und so, aber dann hat man das wirklich mal zurückverfolgt. Die älteren Logos, dann hat man schön gesehen, dass das wirklich, dann sah man das Kind auch noch besser und so ein Zeug. Und das ist mir auch nie aufgefallen. Ne? Und so, also da waren auf jeden Fall auch noch neue Sachen drin für mich. Und ja. Stimmt. Wie gesagt, kann man sich wirklich mal einziehen. Und wenn man das noch nie gehört hat, was davon oder so, dann sollte man sich da echt warm anziehen, ne? Weil ich sag's mal so, normalerweise in Filmen, da weiß man ja, das ist jetzt, aber das ist Realität und das ist die Industrie. Das ist ein riesiger Industriekomplex und das ist so schrecklich. Mir fällt kein Gruselwort ein, das das beschreiben könnte. Ja, und so Dinge, wo sie dann auch gebracht haben mit dem Gottschalk, mit der Werbung und so, ne, damals uralt von Haribo. Ja, ich gebe zu, ich bin in einer Sekte, in der Haribo-Sekte, wo ich auch gedacht habe. Und ich bin sogar der Vorsitzende. Ja, vielleicht ist er wirklich irgendwo Vorsitzender, ne, in irgendwelchen okkulten Kreisen und hat dann auch schon Kinder gefressen oder so. Man weiß es nicht, ne, also, ja. Ja, angeblich sind das ja ab gewissen Graden, ne, der Ordensordnungen, dieser, ne, Ordenschaften, Brüderschaften, ist das ja, irgendwann musst du mal ein Stück Kind fressen, wenn du weiterkommen möchtest, so. Ja, da wurde zum Beispiel davon gesprochen, von Säuglingen, dass man dann mit einem rituellen Dolch oder so auf den einsticht, zum Beispiel, ne, und dann, keine Ahnung, mal ein Arm oder was fressen tut oder roh, glaube ich, ne? Also schon, davon schon berichtet heftig. Also davon berichtet dieses eine Mädchen auch in der Doku. Ich habe es mal in den Chat gepostet. Aber Alistair Crowley hat auch in einem seiner Bücher geschrieben, dass man die beste Energie von einem männlichen Kind bekommt, dass man dann misshandeln sollte und danach aufessen sollte, soweit ich weiß. Vielleicht kann mich einer korrigieren, wenn ich falsch liege. Hier schreibt übrigens jemand Haribo gleich 33 in Jewish reduced. Okay. Sag mal, aber Sam, ist es nicht das, wo du gerade erwähnt hast, waren da nicht Ausschnitte drin in dieser Till Eulenspiegel-Doku oder? Die habe ich nicht gesehen, aber was meinst du, die Doku, wo ich in den Chat gepostet habe? Oder meinst du das mit dem Alistair Crowley? Ich meine, das vom Till Eulenspiegel. Kanal. Ich kann den Kanal nicht.
Ich ziehe das mal ein, also die geheimen Rituale der Illuminati. Ich glaube, da war nämlich auch dieses Video da drin. Nature 23 ist übrigens auch da. Nature, hast du irgendwas mitbekommen vom Michael Friedrich Vogt? Ist das der Antichrist? Nee, ich glaube, der Antichrist ist ein anderer. Er hat ihn schon identifiziert, der Nature. Er hat, glaube ich, meinen Namen gesagt, aber ich konnte jetzt nicht mit dem anfangen. Also jemand aus meiner näheren Umgebung ist das jedenfalls nicht. Ja, es kommt ja eh keiner mehr rein. Der Volzfleck kommt auch nicht rein. Let's Play, hast du denn das Video gar nicht gesehen mit dem, dem Antichristen jetzt? Von Toni? Was meinst du? Du meinst das ganz neue oder was? Das letzte Video, ja. Glaube ich. Das Allerneueste habe ich noch nicht gesehen, ne. Ach so, dann guck dir das mal schnell an. Dann komm gleich nochmal wieder. Wegen Antichristen. Aber das dauert doch eine Zeit lang, oder? Ich guck's mir nachher an. Ja, ich habe es, glaube ich, sogar auch auf meine Seite da noch gemacht, hier on screen. Ich könnte ja was verpassen hier. Oder bringst du gerade auf den Punkt, was war denn da drin? Also, das mit dem Antichrist oder was auch immer du sagen willst. Nee, guck dir das mal an. Das ist echt wunderschön auch gemacht. Also, finde ich jetzt auch mal ein Lob an den Filmemacher so. Das Intro und echt schön auch das Zitat, das du darunter gesetzt hast, fand ich schon mal sehr stimmig. Und ich hatte echt, weil das so wahr gesprochen ist, was dann kam, ich hatte echt ganz Körperkribbeln, fast durchweg. Das ist ein wichtiges Zeichen für Wahrhaftigkeit. Und meine Ohren haben so, das hat so gut getan, das zu hören. Da habe ich richtig gemerkt, dass Wahrheit heilende Klänge meine Ohren heilt. Meine Ohren, die so viel Lügen haben hören müssen, um jetzt mal ein bisschen pathetisch zu klingen, aber ist wirklich so. Also das ist ein tolles, kleines Filmchen geworden, echt. Ja, danke schön. Sehr gefreut habe ich mich über den Kommentar von Jogler, ja, der mir und meinen Lieben alles Liebe gewünscht hat und so. Ja? Das finde ich total cool. Ja, gucke ich mir auch gleich mal an. Ich muss mich aber verabschieden. Ich muss jetzt noch meine ehelichen Pflichten erfüllen. Ja, ich wollte jetzt eh Schluss machen. Also wenn du noch kurz was sagen willst, noch als Abschluss mit Michael Friedrich Vogt oder so irgendwie, dann kannst du noch schnell raushauen. Der Code hat vorhin noch die Sache angesprochen, die lag mir eigentlich auch noch auf dem Herzen. Ist mir gar nicht in dem Moment aufgefallen, dass er eben, dass das Wort und Bild überhaupt nicht übereinander gepasst haben. Also ich hatte da auch einen Menschen erwartet, der komplett in die Kamera grinst, schon fast weint vor Tränen, vor Glück, ne, sozusagen, dass er noch eine Chance bekommen hat. Das fand ich ein bisschen robotermäßig. Das neben den ganzen anderen Sachen, die uns da aufgefallen sind. Aber wie gesagt, ich habe schon gesagt, wir werden es in Zukunft. Ich kannte den ja auch Querdenken TV rein, habe ich mir das mal angeguckt, vielleicht zweimal im Jahr oder was. Ist halt auch sehr langatmig und diese Themen sind auch, ja, du weißt ja, wie es ist. Das ist schon. Es ist schon harter Stuff, also da musst du schon echt Bock drauf haben. Aber ich werde mal gucken, ich werde mal in Zukunft mal eine Folge reinziehen. Mal gucken, wie das da abläuft. Ja, Leute, und auch ihr, die ihr zuguckt, analysiert gerne mal das Video, schreibt es auch in den Kommentaren, wenn euch das auffällt, oder macht auch nochmal gerne ein eigenes Video drüber. Ihr könnt ja auch noch zusätzlich mal hier die Sendung erwähnen. Wollte sonst noch irgendjemand was raushauen da jetzt zu der Sache, oder? Nö, ich glaube, entschuldige, jetzt bin ich gerade vorgesprungen. Ich glaube, ich belasse das erstmal bei der Bodenständigkeit und guck mal, guck einfach mal, ja, dass ich das im Sinne der Genese also sehe, so, und bevor ich da irgendwelche Spekulationen mal gucken, ich beobachte das mal. Ja, sehe ich auch so. Also, falls das alles wirklich so gelaufen ist, dann wünsche ich dem Herrn Vogt da auch gute Besserung und bla bla bla. Dass er da irgendwie ausgetauscht oder klonen, damit kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Da gehe ich überhaupt nicht von aus. In der Ausformulierung, in dem Auftritt ist es doch ein bisschen kontrovers. Es sind halt viele Fragen da noch da. Aber ich würde auch sagen, schauen wir mal, wie das jetzt läuft und was als nächstes kommt.
Ja, ich würde auch sagen, einfach erstmal abwarten, was passiert. Und im besten Falle ist es genauso, wie es im Video gesagt wurde. Und im schlechtesten Falle, dann werden wir das dann schon sehen. Ich glaube, ich bin anscheinend einer derjenigen hier, der Michael Vogt am besten kennt aus seiner Fernsehauftritten, weil ich den schon seit Jahren verfolge. Und ich bin da auch zwiegespalten, aber er ist halt auch für viele Seiten offen. Nicht? Also er vertritt keine einheitliche Linie, sondern er lädt auch die unterschiedlichsten Gäste ein, was ich auch gut finde. Und das hat er auch gekündigt in seinem Statement, es wird auch einen Neuanfang für Querdenken geben und es wird in eine andere Richtung gehen. Und es ist nicht gesagt, aber ob nicht auch dieser Heiler da größeren Einfluss bekommt. Nicht? Das ist jetzt wieder Spekulation von mir. Wird da, für mich klingt das nach Übernahme. Und ob der jetzt freundlich oder feindlich ist, das wollen wir erstmal dahingestellt lassen. Nicht? Aber ansonsten, wie gesagt, Sicheres wissen wir nicht. Das ist am besten einfach mal abzuwarten. Kann sein. Aber wie gesagt, das ist, was halt immer zu Ich habe das nicht verstanden. Was kann das sein, Toni? Kurt hat gesagt, ob das jetzt eine feindliche oder eine jetzt hätte ich ausgedrückt. Übernahme. Übernahme, aber es ist feindlich. Eine feindliche oder eine? Einvernehmliche. Einvernehmliche, ja. Das kann ja sein. Nicht? Aber wie gesagt, was eben der Lesbe schon angesprochen hat, wenn mehrere Leute unabhängig voneinander dasselbe ungute Gefühl haben, dann ist da eher was dran, als wenn nur einer das hat. Nicht? Aber das muss auch nichts besagen, muss nichts. Aber die Indizien sprechen halt dann eher dafür. Aber wie gesagt, abwarten und Tee trinken. Und Katze kraulen. Ich habe nämlich auch eine Katze auf meinem Schoß, nicht? Aber ich stelle sie eben nicht so penetrant in den Vordergrund wie der Toni. Meine Katze wird geschützt, wird nicht als Star missbraucht. Also ich glaube, sie hat nichts dagegen, selbst wenn sie wüsste. Nein, war ja bloß ein Scherz, aber ich weiß. Bevor also Fitnessgetränke in den Stream sponsern, wäre es vielleicht besser, aber Katzenfutterhersteller, das würde eher passen. Ja, in dem Sinne, habt euch wohl, wir sehen uns die Tage und hören uns die Tage. Ach klar, Mann, bis dann, ne? Schön, dass du da warst. Sonst irgendjemand, sonst würde ich lange am Schluss machen. Ja, lasst euch nicht von einem Succubus einfangen. ja, wie die anderen halt schon gesagt haben, wir sehen dann, wie das weitergeht, obwohl ich ehrlich gesagt nicht so ein gutes Gefühl habe, wie das jetzt weitergeht. Ich schaue mir Querdenken TV sowieso irgendwie nicht an, aber Leute, die das immer anschauen, also immer geschaut haben und weiterschauen, werden wahrscheinlich den Unterschied schon merken, wenn sich was ändert. Ja, danke für die Sendung. Ja, vielleicht werde ich mir sogar auch mal wieder angucken, seit langem. Einfach mal, ne? Einfach, vielleicht ist da wirklich ein Unterschied. Ja, Leute, ja. Dann, wenn sonst keiner mehr was sagen will. Oder will noch jemand was sagen? Ja, will ich jetzt, glaube ich, langsam Schluss machen. Ja, also ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir auch sogar mal ein Abo da lassen würdet. Auch auf meinem Hauptkanal, weil das hier ist ja nicht mein Hauptkanal. Und ansonsten, hier kommt auch mal auf Tonis Seite. Er hat es ja nochmal schön hier jetzt gepostet, natürlich auf seine Kanäle. Hat ja auch zwei Stück. Und hier nochmal sein Internetauftritt. www.tonimoni.de. Okay. Ja, und da ist ja hier nochmal mit den Herrschaftsgesager-T-Shirts und so ein Zeug, ne? Oder? Nee, der Shop, den muss ich noch integrieren. Da bin ich noch am Basteln. Wenn es dann mal richtig läuft, dann werde ich das auf der Website integrieren. Ja, wenn das geht irgendwie. Mal schauen. Ja, das wäre doch mal was mit T-Shirts. Wie gesagt, Herrschaftsgesager, Politiker-Track, dann, ich könnte auch mal eine Kollektion rausbringen, wo dann draufsteht, du dumme Sau. Und dann hinten vielleicht noch guckt, dass du Land gewinnst. Oder ich frage den Hamster, ob sie eine Kollektion rausbringen will. Die macht dann so T-Shirts, wo dann draufsteht,
Will nicht. Okay, das ist ein Insider, aber Toni, ich habe gesehen, da gibt es in meiner Größe und in meiner Lieblingsfarbe sogar ein Shirt mit Herrschaftsgeseier. Und das Logo ist ein bisschen klein. Ja, ich habe auch schon andere Anfragen gekriegt bezüglich mal weiße Schrift auf schwarz und so. Ich bin da am Basteln. Ich werde dann das noch perfektionieren. Ja, geil. No. Okay, ich sag tschüss. War schön heute Abend. Jo, danke. Ciao. Ja, hat mich auch sehr gefreut, dass er doch so gut besucht war, der Hangout. Und wenn es was Neues gibt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare oder kommt auf unseren Discord-Server. Und dann, alles total reißerisch. Vielleicht wird es ja der ein oder andere aufgreifen. Das Thema, was wir jetzt hier in die Welt gesetzt haben. Wir werden es sehen. Und ansonsten wünschen wir natürlich Michael Vogt alles Gute hier, ne? Dass er sich von dem fremden Bann lösen kann. Oder dass er halt einfach wieder gesund wird oder was weiß ich. Der größte Betrug seit Garden Eden, Dr. 66. Ist das so ein Video von dem oder was? Okay, ich mache jetzt hier mal Feierabend. Ja, alles klar, bis dann. Ciao.